Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer 38. Tagesenergie mit Alexander Wagand und erfolgreicher denn je. Wir hatten, glaube ich, jetzt 70.000 Views bei der letzten Tagesenergie und innerhalb von 24 Stunden 30.000 Leute geklickt. Das ist natürlich auch Hardcore für den Server oder die Server. Wir haben eigentlich mehrere, wir haben jetzt noch einen dazu besorgt, weil einfach dieser Ansturm sehr heftig ist. Immer wenn die Tagesenergien kommen, da kann es zu Problemen kommen. Und wir wollen aber, wie gesagt, einen neuen Server. Der ist jetzt schon da, müsste also besser gehen. Denken Sie bitte auch dran, dass wir natürlich auch alles bezahlen müssen und wir machen kostenloses Fernsehen. Also bitte, ich mache das nicht gerne, aber kleiner Spendenaufruf nochmal zur Erinnerung, dass wir das hier weiter betreiben können. Und bei dem Zuspruch, den wir haben, brauchen wir eben auch mehr Kapazitäten. Dann, es gibt immer noch Leute, die Probleme haben mit dem Angucken der Videos. Wir haben auf der Startseite von BewusstTV technische Hinweise. Es kann sein, dass man ein Plugin installieren muss für den Firefox, da ist ein Link. Oder dass man einen anderen Browser benutzt, wenn man Probleme hat, hier mit BewusstTV zu gucken. Wir suchen aber auch noch nach anderen Lösungen. Es kann also sein, dass wir demnächst die Videos in einer anderen Art präsentieren, für uns dann vielleicht besser läuft. Aber wir versuchen das Beste, aber Tagesenergie ist eben eines unserer Highlights oder das absolute Highlights von den Zugriffen. Es geht also sofort ein Ansturm los, sobald die Sendung da ist. Alexander, dafür danke, dass du immer wieder das machst und es wird gerne gesehen. Lass uns mal anfangen, wie wir immer anfangen, mit den Energien im Moment. Mhm. Ich glaube, man merkt einfach, wettermäßig geht's, man ist nicht so richtig wirklich sommerlich oder frühlingsmäßig gut drauf, sodass die Frühlingsgefühle kommen, anders als man sie denkt. Aber was kannst du zu den Energien sagen im Moment? Also das ist ein ganz aktuelles Thema und auch ein ganz wichtiges. Und zwar gibt es auf der einen Seite sehr starke solare Aktivitäten, immer noch. Wir haben im Moment sehr starke Sonnenwinde. Und diese Sonnenwinde, die haben Geschwindigkeiten jenseits unserer Vorstellung. Die bewegen sich mit 700 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, wir sprechen hier von unvorstellbaren aktiven Prozessen, die wir da beobachten können. Ja. Und in den letzten Wochen hatten wir auch sehr starke Eruptionen. Das heißt also wirklich ausdrücklich starke Eruptionen und auch starke Bewegungen im Erdmagnetfeld. Also auf dieser Ebene können wir sehr stark diese energetischen Ausbrüche sehen, die da in uns auch übrigens parallel oder besser gesagt analog stattfinden. Das ist der eine Aspekt. Und dann hast du von dem aktuellen Wetter gesprochen, wenn man aus dem Fenster guckt, was man da wahrnehmen kann. Man sagt ja sogar, also selbst die Meteorologen sagen, also so viel Regen hat es im Mai noch seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nicht gegeben, wurde gesagt. Das ist natürlich der eine Aspekt, aber auch, dass es alles natürlich sehr bedeckt und grau ist. Das Licht, das ist ein ganz großes Thema. Sehr, sehr viel findet über das Licht statt an Steuerung, viel mehr als über die Wärme. Und wir haben, wenn wir rausgucken, ein unwirkliches, gräuliches Licht. Ja. Und die Autos fahren tagsüber schon mit Licht und man hatte wirklich den Eindruck, man sei im November. Ja. Und ich habe in einer Zeitung letztens gelesen, der kleine November möchte im Mai abgeholt werden. Und tatsächlich hat man nicht den Eindruck des Frühjahrs. Das hat auch etwas mit unserer eigenen Stimmung zu tun, die sich hier eben natürlich auch sehr klar erklären lässt im rationalen Sinne, die aber eben auch Ausdruck ist einer grundsätzlichen Bewegung, in der wir uns befinden. Und die ist nicht so sehr angenehm. Also vieles ist sehr herausfordernd, es reibt sehr viel polare Kräfte. Viele alte Energien, die jetzt anklopfen, sind alte Themen, Grundsatzthemen. Wir erleben im Moment Themen, die sind Jahrhunderte alt und die jetzt nach oben kommen. Das können wir an allen Stellen sehen. Also was wir im Finanzsystem beobachten können, ist nicht etwas Neues, sondern das ist etwas, das lange, lange gärt. Und noch deutlicher sehen wir es in unseren demokratischen Prozessen, in Anführungszeichen, oder eben in unserem Mitspracherecht. Und wir spüren, dass hier eine alte Ohnmacht ist, die da anklopft. Und das sind alte Themen. Das sind Themen, die du stellvertretend auch für deine Ahnen sozusagen jetzt ganz deutlich spürst. Und die sind nicht angenehm, wie gesagt. Also es ist eine herausfordernde Zeit. Wetter nochmal. Es gibt sogar auch in New York jetzt Schnee, also im Staat New York, was natürlich für den Mai auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und gerade wo wir immer Klimaerwärmung gehört haben. Aber es scheint doch einiges in Unordnung zu sein, überhaupt mit dem Wetter. Ja. Die Jetstreams scheinen sich zu verändern
und so weiter. Ist ein weites Thema. Wir haben ja auch schon spekuliert, dass da möglicherweise sehr viel auch an Geoengineering, Manipulation ist, über Hub und Central. Außer Frage. Denn normal ist das. Also ganz sicherlich kann man eines sagen, ohne dass man sich nun als Verschwörungstheoretiker in der Hardcore-Ecke outet. Wir haben so viele merkwürdige Einflüsse, ob bewusst oder unbewusst, in den Bereichen von Frequenzen, von Wellen, Harp hast du eben stellvertretend genannt, dass man schon alleine von einem ganz natürlichen Wetter nicht ausgehen kann. Und dann haben wir natürlich eben auch den Versuch, wirklich das Wetter so zu beeinflussen, wie wir es jetzt hier gerade eben erleben. Denn das hat sehr viel auch mit Stimmungen zu tun, die dort in Gang kommen und auch mit den inneren Kräften, die jetzt sehr viel stärker nach oben kämen, wenn das Wetter ein anderes wäre und wenn das Licht vor allen Dingen ein anderes wäre. Das Licht macht ist ein ganz starker Ausdruck. Das fehlt natürlich. So muss man sein inneres Licht im Grunde leuchten lassen beziehungsweise versuchen, trotz dieser äußerlich nicht so fördernden Umstände trotzdem immer auch mal wieder die eigene Schwingung ein bisschen anzuheben. Man kann das ja ein bisschen steuern, man kann sagen, ich lasse mich da jetzt reinziehen und es ist alles scheiße und das Wetter ist schlecht und geht allen schlecht, da geht es mir auch schlecht. Dann geht es halt in so eine Abwärtsspirale, kann es gehen, oder ich kann sagen, ich versuche wenigstens ab und zu den Level wieder ein bisschen durch irgendwelche Methoden hochzukriegen. Man kann einfach was Fröhliches machen, mal lachen, aber auch einfach innerlich sich immer wieder bewusst machen, dass das, was hier im Außen sich ausdrückt, ja nur eine Maya, eine Illusion, ein Ausdruck ist, der nicht wirklich das darstellt, was wir eigentlich wirklich sind. Ja, vor allen Dingen etwas, das ganz stark im Wandel ist. Ja. So, das, was wir hier gerade erleben, ist etwas, das wir so schnell gewandelt haben wollen, dass wir es am liebsten gleich wegdrücken möchten. Aber das ist eben gerade im Moment nicht der Fall. Und das, was wir eben äußerlich erleben, erleben wir ja nicht nur äußerlich im Wetter, sondern wir erleben es an ganz vielen anderen Stellen auch. Uns kommt vieles grau vor, was um uns herum geschieht. Der Alltag, Prozesse, die ganz künstlicher Natur sind, die uns sehr häufig auch wieder energetisch berauben. Also wir finden diesen Ausdruck eben überall und das Wetter macht da keine Ausnahme. Das also auch als Hinweis. Ich wollte aber gerne noch ergänzend sagen, wir hatten ja enorme Wirbelstürme auch in den USA. Mhm. Wir haben aber diese Wirbelstürme nur als einen Ausdruck bezüglich des Wetters zu betrachten. Es gibt noch viele weitere. Und ich habe hier Kalifornien, glaube ich, schon wieder. Ne? Ich habe in Russland vor allen Dingen sind riesige Naturbrände. Ich habe das mal mitgebracht, also vielleicht legst du die Überschrift mal kurz vor. Ja, Novosti, Russland kämpft gegen Naturbrände. Mehr als 250.000 Löschkräfte im Einsatz. 250.000 Löschkräfte ist schon eine Menge. Des Katastrophenschutzministeriums. Ja, wir zeigen es einfach mal. Also aus der Luft sieht man, dass da eine ganze Menge Rauch ist. Ja, vor allen Dingen wird uns hier auch wieder gewahr, dass wir ganz vieles eben nicht wahrnehmen oder nicht mitbekommen. Wir hatten starke Erdbeben in den letzten Wochen. Also diese energetischen Bewegungen, die wir auf der Sonne wahrnehmen, die können wir eben auch in unserem Wetter wahrnehmen. Nur wir haben immer eine sehr simple Vorstellung, wie das dann wohl aussehen mag. Also kommt es zu einer Sonneneruption, dann erwarten wir möglicherweise hier einen Vulkanausbruch, den es übrigens gegeben hat, das nur nebenbei. Aber das ist etwas, das sich manchmal ganz anders äußert. Ja. Die Sonne hat, wenn wir sie beobachten, einen ganz großen Vorteil. Und darüber habe ich im letzten Livestream gesprochen. Wir nehmen sie nicht so sehr persönlich. Also wenn dort eine Eruption passiert, und dann kommt man nicht auf die Idee zu sagen, ja, das ist ja eine Unverschämtheit, das macht die Sonne nur, um mich zu ärgern, weil ich so insensibel reagiere auf Eruptionen. Die Sonne entzieht sich dieser persönlichen Vorstellung und kann deswegen relativ wertfrei betrachtet werden. Und das ist im Grunde bei den anderen Formen, die wir hier feststellen und die in uns in Bewegung nicht der Fall. Die nehmen wir sehr persönlich. Da kannst sagen du auch wir, Eruptionen ja, sehen. Warum ist das Wetter so schlecht? Ich beispielsweise habe jetzt gerade einen ganz kleinen Hund zu Hause, der wenige Wochen alt ist und wenn es dauernd regnet, dann ist es natürlich schwierig, mit dem mal rauszugehen, mit ihm zu spielen. Ja. Und man kann das sehr persönlich nehmen und sagen, es ist einfach unpassend und warum geschieht mir das? Man kann schon ärgerlich werden. Und bei anderen Dingen, die einem dann möglicherweise von Behörden zugeschickt werden, ist es noch leichter, sie persönlich zu nehmen. Mhm. Ich will damit einfach sagen, das, was jetzt da ist, an energetischem Ausdruck, das ist jetzt da.
Und es ist angenehm oder nicht angenehm nach unserer Wahrnehmung, aber es ist im Wandel. Und im Moment ist das da und das hat auch seinen Platz und es wird gebraucht, weil es viel nach oben transportiert und auch alte Dinge endlich losgelassen werden können. Also das vielleicht nochmal als Hinweis. Und vielleicht ist ja ganz gut, dass der Wandel nicht so ganz plötzlich ist, wie sich viele denken, dass auf einmal von einem Tag auf den nächsten plötzlich alles gut ist. Dann würde es für vieles, was eben nicht geklärt ist, doch sehr dramatische Auswirkungen haben können. Das heißt, dieser Wandel ist vielleicht ganz gut so, dass er doch relativ sich ein bisschen verteilt und auch wenn er natürlich für einige heftige Auswirkungen hat, so doch, dass man es irgendwie aushalten kann. Zumindest wir hier mehr oder weniger gebeutelt werden, aber trotzdem das aushaltbar ist. Der Wandel läuft genau perfekt so ab, wie er ablaufen muss und könnte gar nicht anders ablaufen. Und jeder bekommt in seiner eigenen Resonanz genau so viel, wie für ihn optimal ist. Natürlich nicht für denjenigen, der aus einer anderen Perspektive sagt, Moment, optimal wäre für mich vieles ganz anders. Ja. Das mag so scheinen. Rückwirkend betrachten wir unser Leben manchmal mit etwas mehr Abstand und stellen dann fest, interessanterweise sind gerade herausfordernde Zeiten für etwas gut gewesen. Sind wir am meisten gewachsen durch einen... Haben was in Gang gebracht, wurden gebraucht. Ja. Und das ist nur in dem Moment, wo du drin steckst, eben immer eine persönliche Sache. Und damit wird es immer etwas sehr Emotionales und der Abstand geht verloren, der jetzt wichtig ist. Okay. Ich habe noch eine Meldung, die so ein bisschen ins Wetterthema hineingehört, aber doch eine eigene Qualität hat. Eine gewaltige Mondexplosion war von der Erde aus sichtbar. Ich gebe dir es mal, vielleicht magst du diesen kleinen Text vorlesen. Der Blitz war 10-mal heller als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Was den NASA-Experten Bill Cook so faszinierte, war die Auswirkung eines 40 Kilogramm schweren Meteoriten, der kürzlich mit gewaltiger Wucht auf den Mond einschlug. Die Explosion war laut NASA auf der Erde mit bloßem Auge erkennbar, berichtet CNN. Ja, also der Mond hat ja eine symbolische Qualität und darauf möchte ich gerne hinweisen. Denn die Meldung, die wir hier besprechen, haben ja grundsätzlich verschiedene Ebenen. Mhm. Also zum einen die äußerliche Ebene, die auch schon sehr interessant sein kann, wo vieles auf einmal durchschaut werden kann. Und hier zum Beispiel kann man natürlich die Frage stellen, woher wisst ihr das, ja, dass der 40 Kilo gewogen hat? Das ist ja eine mutige Aussage. Ja. Aber der Mond steht auch für etwas anderes. Er steht für eine besondere Qualität. Der Mond hat kein eigenes Licht. Reflektiert das Licht der Sonne und steht für Maya, für Illusion. Mhm. Ja. Die Mondgöttin in manchen Kulturen genannt, das ist Maya. Sie steht, wie gesagt, für das Illusionäre. Und eine Explosion auf der illusionären Ebene, die hat natürlich eine gewisse Aussagekraft. Also auch dort gibt es Einschläge und wir werden eine ganze Reihe von diesen Einschlägen noch betrachten. Okay, bin gespannt. Du hast sicherlich noch mehr Meldungen. Ja, ich habe eine Meldung. Von meiner Seite ich habe ganz viele Meldungen. Ja. Und vielleicht, ich möchte etwas anregen, lieber Joe. Ich habe nämlich hier, ich halte es mal in die Kamera, ein dickes Bündel an Meldungen, die ich aussortiert habe. Und ich bin ganz sicher, dass wir im Grunde genommen die ein oder andere doch noch herauskramen sollten. Und ich habe gedacht, vielleicht bauen wir den Aspekt des Schicksals mit ein und ziehen einfach nachher drei Meldungen raus, die wir dann uns auch noch anschauen. Schauen wir mal, wie es mit der Zeit liegen. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, es könnte auch 4 Stunden dauern. Ich würde auch gucken. Man kann ja ausschalten, wenn man nicht mehr mag. Genau. Also ich habe mir hier eine Notiz gemacht für den israelischen Angriff auf Syrien. Ja. Das ist ja etwas, was mir so wirklich auf den Zeiger geht, wenn ich die Nachrichten gucke. Also Israel greift Syrien an, möglicherweise sogar eine Atomwaffe. Man interpretiert das so. Es gibt Aufnahmen, die das eigentlich sehr deutlich nahelegen. Aber unsere Medien tun so, der böse Assad ist hier der Aggressor. Ne? Ja. Also es ist eine völlige Verdrehung der Ursachen und der Hintergründe. Ja. Und aber kollektiv. Ja, das ist genau der Punkt, was du sagst. Und darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe hier auch in diesem Stapel eine Meldung noch mitgebracht, wo NTV eben auch ganz klein oben schreibt, nach dem Angriff Syrien attackiert Israel. Also nach dem Angriff Israels wird dann Syrien mit großen Lettern entsprechend also diese Karte des Sündenbocks zugespielt. Ich wollte deswegen nochmal darauf hinweisen, weil wir es dort so schön sehen können. Mhm. Und sehen können, wie wichtig Ideologie ist, wie wichtig politische Korrektheit ist und wie
unterschiedlich auch unsere eigenen Wertungsprinzipien sind, je nachdem, um was es geht. Und da können wir uns auch persönlich nicht frei machen. Das ist etwas, das sehr menschlich ist, dass wir einfach eine Ordnung immer wieder neu entstehen lassen, die keine wahre Ordnung ist, sondern ein illusionäres Modell. Aber hier wird es natürlich offenkundig immer mehr. Und du hattest angesprochen, möglicherweise war es wirklich eine Atombombe. Einige spricht dafür, dass es also eine bunkerzerstörende Bombe ist, die also eine geringe Atomsprengkraft hat, relativ gesehen zu den konventionellen oder zu den großen Nukes. Aber auf jeden Fall ist das ein Thema. Uranmunition, die ja allein, um bunkerbrechend zu sein, wird also sehr hoch fest ist, also mit Uran angereichert. Das Material verwendet. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass natürlich auch das eine ganz interessante Symbolik in sich trägt, denn Radioaktivität ist ein rückabwickelndes Medium, wenn man so möchte. Das heißt, Bewusstsein wird zerstört und tatsächlich kann man sogar Gold zerstören durch entsprechend radioaktive Strahlung, wandelt es sich zu Blei, also verliert das, was man in der Alchemie dem Golde zuschreibt, eben diesen Ausdruck an Bewusstsein. Und somit ist das ein Angriff, der auch einen ganz starken symbolischen Ausdruck hat. Hier geht es also darum, einfach nach Möglichkeit etwas zu verdecken, etwas unbewusst werden zu lassen. Und dafür sind alle Mittel recht, das ist als Überschrift. Aber es könnte natürlich sein, dass gerade dadurch, dass es jetzt so extrem auseinanderklafft, die Darstellung in den Medien und wenn man sich alternativ informiert, so ein bisschen, und viele Menschen machen das ja, gerade junge Menschen, die gucken gar nicht mehr Tagesschau abends wie Papa oder heute, sondern die informieren sich im Netz und die sehen halt natürlich dann auch, wie sehr das auseinanderklafft, und vielleicht ist gerade das jetzt auch im Augenblick natürlich gut, dass es nochmal so offensichtlich wird, wie weit das auseinanderklafft. Ja. Ich meine, wir wissen es von 9/11, wie weit da die offizielle Darstellung und das ist, was man selber eigentlich auch erkennen kann, wenn man sich ein bisschen mit befasst. Aber hier wird es eben fast bis zum Erbrechen deutlich. Ja, also wenn ich mir die Nachrichten angucke, ich möchte wirklich fast kotzen. Entschuldigung, also, dass ich das so sage, aber es ist wirklich so, es kommt einem hoch. Ne? Es ist ja genau, was du sagst, im Grunde genommen Ausdruck genau dieses Gefühls, das, was man dort gezwungenermaßen aufnehmen muss, kann man nicht mehr bei sich behalten. Also man möchte es einfach loswerden. Und ich möchte jedem Zuschauer raten, einfach mal, falls er das noch nicht getan hat, den Selbstversuch zu machen, 4 Wochen aufs Fernsehen wirklich zu verzichten und dann sich in dieser Zeit ein bisschen alternativ zu informieren und dann wieder mal die Tagesschau anzuschalten, und du wirst erschrecken über das, was du dort siehst. Mhm. Und tatsächlich verlieren ja auch diese Medien immer mehr an Zuspruch, und Stern, Spiegel, Fokus hatten wir schon ein paar Mal hier stellvertretend mit immer weiter fallenden Leserzahlen, spüren es immer deutlich. Wir haben mehr Zuschauer bei meinen Tagesenergien als der Fokus an Heften noch verkauft, glaube ich. Also wir nähern uns jedenfalls dieser Größenordnung mit ganz großen Schritten und können da feststellen, dass etwas von ganz alleine in Gang gerät. Die Leute kaufen es einfach nicht mehr. Ja. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe eine ganze Reihe von dollen Meldungen dabei und habe die wie immer ein bisschen sortiert, weil sie eine thematische Richtung auch aufzeigen. Und die erste Meldung hat es gleich in sich. Rohstoff und Währungen. In Europa herrscht eine Art Bürgerkrieg auf höchstem Niveau. Standard Life Investments rechnet damit, dass der Euro auf den niedrigsten Wechselkurs seit fast einem Jahrzehnt zurückfällt. Also hier bitte vielleicht nochmal die Meldung zeigen. Nochmal mein Hinweis, die symbolischen Qualitäten zeigen sich häufig in der Überschrift. Ja. Und diese Überschrift ist sehr deutlich. Eine Art Bürgerkrieg auf höchstem Niveau. Ja. Und das ist etwas sehr, sehr Interessantes, denn das Thema Bürgerkrieg hat uns ja auch schon häufig hier beschäftigt, beispielsweise mit dem Blick in die USA, denn dort ist auch sehr, sehr viel in Gang. Obama hat ja einige Dinge in Bewegung gesetzt und da kommen wir noch drauf. Also ich weiß, du hast auch noch zu dem Thema etwas beizutragen. Ich habe hier einen Ausdruck eines solchen Bürgerkriegs. Mhm. Und zwar eine etwas andere Form des Bürgerkriegs. Und ich würde gerne was daraus vorlesen, denn hier geht es, einen etwas genaueren Blick darauf zu werfen. Das ist eine Meldung von der HNA, das ist die Hessen-Nassauische oder was auch immer allgemeine, jedenfalls eine lokale Zeitung, und die berichtet hier aus dem Bereich Kassel unter der Überschrift, zunächst einmal kleingeschrieben, skurriles
aus der Bußgeldstelle. Und darunter steht dann, Regierungspräsidium veröffentlicht Ausreden von Verkehrssündern. Ja. Die Mitarbeiter der zentralen Bußgeldstelle beim Regierungspräsidium Kassel sind viel gewohnt, wenn es darum geht, eine Geldbuße oder gar den Führerscheinentzug abzuwenden, werden Verkehrssünder kreativ. Und das, was wir hier lesen, ist eine DPA-Meldung. Also das ist auch ganz wichtig. Das heißt, hier wird ein Thema angeboten, damit es über die Medien verbreitet wird. Und jetzt geht's weiter. Kuriose Masche. Über 100 Verkehrssünder behaupten 2012, die Bundesrepublik Deutschland würde seit der Wiedervereinigung nicht mehr existieren. Demzufolge könne das Regierungspräsidium als Ordnungsbehörde keine Bußgelder verhängen. Bei der Vorstellung der Bußgeldstatistik 2012 am Dienstag stellte das RP die neueste Masche vor, die vergangenes Jahr über 100 Mal vorgebracht wurde. Dabei behaupten erwischte Fahrer, die Bundesrepublik Deutschland, BRD, existiere nicht und daher sei auch kein Geld an eine Ordnungsbehörde zu entrichten. Das kennen wir, dieses Thema, ja. Und man könnte jetzt viel dazu sagen. Natürlich. Ich empfehle jeden, sich in diese Thematik ruhig einmal hinein zu bewegen, denn hier wird Illusion auf einer ganz spannenden Ebene zerstört, an der man es vermutlich nicht vermutet, wenn man nicht ein bisschen schon hineingeblickt hat. Die Wiedervereinigung 1990 hat dann dazu geführt, dass eben gleichzeitig BRD als Verwaltungsorgan der Alliierten wie auch der DDR untergegangen ist, das ist die Argumentation. Aber wer Hineinblick findet, noch viel Erstaunlicheres. Aber auch diese Geschichte hier ist noch nicht zu Ende. Die Argumentation ist, haben wir ja hier teilweise ähnlich auch schon vorgebracht, natürlich. Existiert die BRD schon irgendwie? Also man kann nicht sagen, sie existiert nicht, aber was ist sie? Und genau. Man kommt vielleicht darauf, dass hier sehr vieles nach Handelsrecht, nach Vertragsrecht, nach Privatrecht geht und dass die Staat... dass der Staat ja an ganz vielen Ecken schon gar nicht mehr als Staat auftritt, dass es werden aus Ämtern werden Agenturen und Kundenzentrum hat man dann heute im Finanzamt oder das ist der Steuerbürger ist es dann und so weiter. Ja. Oder also es zeigt sich an ganz vielen Stellen, dass der Staat eigentlich nur noch vorgespielt wird. Aber wollen wir dazu vielleicht, ne? Dazu vielleicht auch noch der Hinweis, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die letzten Wahlen alle ungültig waren. Ja, genau. Aber es wird das heißt also gemacht. Auch diese Regierung, die wir jetzt haben, ist nicht gültig gewählt. Und interessanterweise ist es aber für alle ganz in Ordnung, dass diese nicht gewählte Regierung dann versucht, das zu reparieren und daraus eine irgendwie funktionierende neue Szenario zu machen. Also wer hier hineinblickt, kann natürlich noch viel, 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 viel mehr entdecken, kann viel weiter zurückgehen, weit noch vor dem Kriege. Und auch noch weit vor dem Ersten Weltkrieg kann er Dinge finden, die auf Bestimmtes hinweisen. Aber das ist ein eigenes Thema. Natürlich. Mir geht es jetzt hier darum, wie hiermit umgegangen wird und was sonst noch vorgetragen wird. Denn das ist noch nicht alles. Nicht ganz ohne. Also hier steht weiter. Bernhard Steinbach, stellvertretender Leiter der Bußgeldstelle, erzählt, dass der Personenkreis bereits einen Namen in seinem Dezernat habe. Bizarre Persönlichkeiten. Diese versuchten durch lange Schriftsätze die Nichtexistenz der BRD zu belegen und damit die Verwaltung lahmzulegen. Dabei würden sie auf vorbereitete Schriftstücke zurückgreifen, die im Internet heruntergeladen werden können. Im Zentrum steht die Behauptung, das Grundgesetz habe seit der Wiedervereinigung keinen Geltungsbereich mehr. Also hier wird sehr viel durcheinander geworfen. Mhm. Demzufolge sei die BRD kein wirksamer Rechtsstaat. Mit wild aus Gesetzestexten zusammenkopierten Auszügen wird versucht, dies zu untermauern. Also hier merkt man auch natürlich sehr deutlich, in welcher Form der Journalist hier vorträgt. Und hier kommt gleich noch viel mehr zu, kann hier erkannt werden. Einige proklamieren für sich, wegen des angeblichen Fehlens eines Staates, sogar die Selbstverwaltung. Ähnlich ist die Masche, die Gültigkeit des Ordnungswidrigkeitengesetzes in Frage zu stellen. Findige Hobbyjuristen behaupten, dies sei mit der Aufhebung eines Einführungsgesetzes im Jahr 2007 nicht mehr gültig, sagt Steinbach. Mit der Zusendung von katalogdicken Schriftsätzen belassen es die bizarren Persönlichkeiten aber nicht. Etliche stellen ihre Auslagen für Kopien und andere Aufklärungsunterricht dem Regierungspräsidium in Rechnung. Manche fordern 200, andere sogar 10.000. Jetzt wird es aber gleich ganz spannend, denn hier hat man sich natürlich was einfallen lassen, wie man nun darauf reagiert. Ich lese aber deswegen so ausführlich vor, weil man einfach etwas noch weiter an diesem ganzen Artikel erkennen kann. Darauf kommt es mir sehr stark an, um einfach auch den Zuschauer ein bisschen sensibler zu machen, wie Manipulation funktioniert.
Um sich gegen den Versuch zu wehren, die Arbeit der Behörde mit kuriosen Einwürfen zu blockieren, geht das Regierungspräsidium gegen diese Masche seit kurzem gezielt vor. Und jetzt kommt die Erklärung, wie das geschieht. Wir beauftragen die Fahrerlaubnisbehörde, die charakterliche Eignung des betroffenen Autofahrers zum Führen eines Fahrzeugs zu überprüfen, sagt Steinbach. Für mich schon mal hochinteressant, dass überhaupt ein charakterlicher Test gemacht werden kann, dann würde sicherlich kein einziger Politiker mehr einen Führerschein besitzen. Denn es geht ja wohl nicht um die charakterliche Frage, sondern es geht um andere Fertigkeiten. Mhm. Aber das ist hier nur ein Aspekt, also um die charakterliche Frage Eignung. Das ist kein Zufall, dass das hier steht, denn hier geht es darum, diesen Personenkreis nicht nur zu diskreditieren, sondern ihn in eine charakterlose Ecke hineinzustellen. Dies sei ja wohl angebracht und zeige auch Wirkung. Es gäbe bereits Fälle, in denen Personen infolge dieser Beprüfung der Führerschein entzogen wurde. Darüber hinaus gehe das Regierungspräsidium keinerweise inhaltlich auf die abstrusen Behauptungen ein. Also hier wird natürlich etwas sehr, sehr deutlich, dass in keinem Wort weder der Journalist noch das Regierungspräsidium auf diese so eigenartigen und absurden Dinge eingehen. Gäbe es hier eine Antwort, die man geben könnte, man hätte sie gegeben. Ja. Es gibt keine Antwort. Und das Interessante ist, dass dieser Artikel jetzt in der Presse erscheint und wohl, und das ist das Interessante, über Agenturen verbreitet wird. Ja. Das heißt, wir kennen die übliche Vorgehensweise. Am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du lächerlich gemacht und dann kommt ein Punkt, an dem man dich bekämpft, an dem man die Dinge nicht mehr wegdrücken kann. Und offensichtlich ist das bereits hier geschehen. Mhm. Also hier werden noch weitere Erklärungen gefunden und hier beispielsweise gibt es unter der Überschrift Rückgriff auf die Nazis noch den Hinweis, dass das also ein Land, in dem Adolf Hitler geherrscht habe, keinen Cent bekäme und so weiter. Hier werden also auch bewusst dann andere, ganz offensichtlich absurde Forderungen in einen Topf geworfen. Ja. Aber es ist natürlich die Frage erlaubt und sie drängt sich auf, wenn es hier tatsächlich eine klare Antwort gäbe, ist denn das Ordnungswidrigkeitsgesetz noch gültig nach dem 2007? Dann wäre es doch auch ganz normal, dass die Behörde bitte eine Antwort gibt. Ja, oder auch in diesem Artikel, der Journalist sagt, ich habe das mal mir angeguckt und habe gefunden, natürlich gibt es einen Geltungsbereich, aber er hat es offenbar nicht gefunden. Es wird überhaupt ausgespart, darauf einzugehen. Und hier ist natürlich das, was geschieht, etwas, das absolut nicht in Ordnung ist. Hm. Und das, was hier passiert, ist einem Rechtsstaat unwürdig, einer Illusion eines Rechtsstaats unwürdig. Es sind Methoden, die wir werden gleich weitere solcher Methoden begegnen, die wirklich zeigen, dass am Ende des Tages nur noch eine wichtige Aufgabe in dem System übrig bleibt. Und das ist der Erhalt des Systems. Ja, und dafür wird alles andere geopfert. Und dafür kann auch jegliche Illusion, die man bisher noch ein bisschen gepflegt hat, geopfert werden. Am Ende bleibt nur noch der Versuch, den Staat mit allen Mitteln zu erhalten. Und das ist natürlich etwas, das, wenn wir es beobachten, an ganz vielen Stellen uns auch sehr betroffen macht. Hier kann man nun sagen, jeder soll sich natürlich wehren. Und das hat mit charakterlicher Qualität nun schon gar nichts zu tun. Und es ist die Frage, ob das hier in Ordnung ist, auf diese Art und Weise mit dem Recht umzugehen. Es sollten vielleicht die Vertreter der Rechtspflege, in Deutschland sind das beispielsweise Rechtsanwälte, einfach mal betrachten, ob das so in Ordnung ist, wie hier vorgegangen ist. Ich habe es jetzt leider nicht mit, weil ich nicht wusste, ich weiß ja immer nicht, welche Meldungen du mitbringst, aber ich habe ganz aktuell von Selim Sürmeli vom Amt für Menschenrechte oder Menschenrechtsamt in Stade etwas geschickt, wo es ein Urteil gibt, wo tatsächlich auch genau so, nämlich mit der gleichen Argumentation, die charakterliche Eignung, ein Fahrzeug zu führen, überprüft wurde. Das Gericht hat das tatsächlich zurückgewiesen und hat gesagt, das ist ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Menschen. Und Anlass kann nicht sein, wenn jemand politische Ansichten oder auch Fragen zur Rechtssituation führt, sondern es ist so ein schwerer Eingriff, dass das nicht rechtens sein kann. Also das kann man vielleicht auch beim Amt für Menschenrechte dieses Urteil finden. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber ich würde an dieser Stelle sagen, wir haben ja hier einige Sendungen auch überhaupt über die ganze Thematik, wo man sich vielleicht auch vor Gericht oder bei der Polizei mit versuchen kann zu wehren, aber es ist immer auch die Eigenverantwortung. Es kann immer sein, dass das System dann gerade noch Schlimmeres passiert. Das heißt, wir möchten nicht leichtfertig sagen,
meldet euch ab, schmeißt den Perso weg und macht dies und jenes. Das kann man machen, aber man sollte sich wirklich bewusst sein, dass dann natürlich auch eine Reaktion vom System kommen kann. Und wir sehen gerade, es wird jetzt zurückgeschossen. Also ganz klar ist, wenn das alles getrieben ist von der kindlichen Vorstellungswelt, auf einer höheren Ebene innerhalb des Systems Gerechtigkeit zu erfahren, dann wird das auch entsprechend einer Illusionsblase gleich zerplatzen. Denn wir erleben eben diese Realitäten, die uns deutlich werden auf all diesen Ebenen. Und ich habe es eben deutlich gesagt, wenn es tatsächlich ums System nachher geht, um die Existenz, dann wird mit allen Mitteln agiert. Eines ist natürlich auch ganz klar, auch derjenige, der jetzt solche Dinge ausreizt bis zu einem Punkt, der ganz klar bar jeglicher Vernunft und jeglicher Rechtsprechung ist, begibt sich auch auf dünnes Eis. Ja. Und hier ist es sehr wichtig, dass entsprechend reagiert wird. Und es gab ja auch schon viele Ansätze, wo aufgrund von Meldungen, die bei Facebook gepostet worden sind, Menschen der Führerschein entzogen werden sollte. Also hier merkt man, die Beweglichkeit soll eingeschränkt werden. Deine Beweglichkeit, du bist zu unkontrollierbar. Ja. Man möchte dich gerne kontrollierbar machen. Ja. Und das ist ein sehr perfides Mittel. Und es hat natürlich weder etwas mit deiner Qualität am Verkehr teilzunehmen, noch mit sonst irgendetwas zu tun. Es geht darum, dich eben einfach einzubremsen. Und wir erkennen das auf dieser Ebene und sehen es auf einer größeren in dieser Meldung. Ich wollte eben noch mal sagen, also manchmal muss man sich wirklich lohnen, ob es sich fragen, ob es sich lohnt, wenn man jetzt einen Bußgeldbescheid hat, da gleich das Fass aufzumachen, wenn es um kleine Summen oder einen Punkt geht. Manchmal ist es dann besser, vielleicht in dieser Situation jetzt nicht noch die schlafenden Löwen zu wecken, weil, wie Sie gesagt, sie können dann, das kann eben viel schlimmer werden als das, was man eigentlich hat. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das eben etwas ganz Persönliches in unserer Geschichte ist, was dir begegnet. Ja. Und es gibt Menschen, die müssen dagegen vorgehen. Das steht außer Frage, die müssen das tun, weil es einfach in ihrer Story der Aspekt des Lebens ist, der sich in ihnen nun ausdrückt. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, hier agieren zu wollen und zu müssen, dann ist das für dich immer passend. Ja. Wenn du das Gefühl hast, im Moment einem solchen Krieg ausweichen zu müssen oder nicht die Energie zu haben, dich dem wirklich zu widersetzen, dann tu das auch nicht. Was grundsätzlich ein guter Hinweis ist, nimm dich raus energetisch aus all diesen Prozessen und funktioniere nicht mehr so gut. Sei nicht so bereitwillig ein Rädchen, das sich in diesem ganzen künstlichen System so leicht mitdreht. Das ist etwas, das kann dir niemand untersagen und das ist sehr wirksam. Und wenn sich die Rädchen alle nicht mehr richtig drehen, dann drehen sich auch die großen Räder nicht mehr so richtig. Und das ist wichtig. Ja, ein kleiner Hinweis noch, man kann natürlich aggressiv zum Beispiel jetzt reagieren auf Behörden, schreiben oder was auch immer. Bringt immer die Gefahr, dass natürlich dann Druck, Gegendruck erzeugt. Man kann aber auch ganz einfach manchmal einfach Fragen stellen, dass man einfach schreibt, wo steht denn das und wo ist das geregelt und wo ist jetzt tatsächlich der Geltungsbereich angegeben, alleine für die Bundesrepublik oder für die Ordnungswidrigkeitengesetz gilt das auf Mallorca, da leben ja auch viele Deutsche, oder wo gilt das eigentlich? Kann man als Frage formulieren und das kann man schlecht auslegen jetzt als charakterliche Nichteignung, aber wie gesagt, man weiß nicht, was passiert. Also nur als Hinweis, wenn, dann nicht mit Aggression und mit Gewalt, sondern vielleicht einfach in der Form Fragen zu stellen, denn das muss ja vielleicht noch erlaubt sein. Also ganz wichtig ist einfach hinzublicken überall und in der für dich passenden Form, ja, und es wird immer der Fall sein, zu reagieren, dir aber eben auch bewusst zu sein, dass du die Realität wahrnimmst und nicht aus dieser kindlichen Überlegung heraus agierst, vorschnell vielleicht agierst und dich auf falsche Versprechungen verlässt. Das ist wichtig. Ich habe inzwischen über die jüngere Geschichte und auch über die Zusammenhänge ein recht umfangreiches Bild und trotzdem kommen immer wieder mal kleine Facetten dazu und dann wird das Bild noch mal ein bisschen deutlicher und an anderen Stellen stellt man fest, dass andere Teile vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie man vorher gedacht hat. Es ist ein sehr komplexes Thema, nur die Vorstellung, dass wenn du es durchschaust, automatisch dann dir Recht gegeben wird, die ist sehr kindlich. Darum geht es eben nicht und das kannst du auf allen Ebenen sehen, beispielsweise in den USA, wo dir einfach alle Rechte entzogen werden können, wenn du auf einer Liste stehst. Das alleine reicht aus und da hat alles andere dann sein Recht verloren. Okay, du hast eine nächste Meldung. Ich habe hier eine weitere Meldung, die unter eine ähnliche Kategorie fällt, nämlich der Erhalt des Systems.
und dass man dort immer klarer und rücksichtsloser all das auch über Bord wirft, was man bisher für sich in Anspruch genommen hat. Ich habe hier eine Überschrift: Die EU plant nämlich Strafen für Parteien, die nicht die Werte der EU vertreten. Vielleicht liest du noch den unteren Teil vor, Joe. Die EU. Die EU-Kommission will Parteien mit Strafzahlungen belegen, wenn sie nicht den von der EU definierten Grundwerten folgen. Die Regelung öffnet dem politischen Gesinnungsdruck Tür und Tor. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ja, also hier können wir ganz deutlich einfach sehen, das ist alternativlos. So, es wäre die Überschrift. Ja. Und das bedeutet, es geht um den Erhalt des Systems. Und das ist das Wichtigste. Ja. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, drückt sich hier aus. Ich habe hier noch einen weiteren Ausdruck, der jetzt hier Deutschland betrifft. Eigentlich braucht man nichts weiter zu sagen als das, was hier steht. Vielleicht liest du es einfach vor, Joe. Deutsche Parteien wollen kleine Parteien bei Europawahl blockieren. Obwohl das Verfassungsgericht dies untersagt hat, wollen Union, FDP, SPD und Grüne für die Europawahl eine 3%-Hürde durchsetzen. Ein entsprechendes Gesetz soll noch vor der Bundestagswahl beschlossen werden. Also man hat Angst vor den vielen kleinen Parteien scheinbar, die sich ja auch überall gründen. Und hier können wir sehr schön sehen, das ist noch ein Hinweis, der wichtig ist, hier sind sich alle einig. Ja. Ja, da ist man über alle sogenannten Streiter hinweg, ist man sich einig. Das findet man bei manchen Themen. Migration sind sich alle einig, ist total wichtig. Dann ist man sich einig, dass natürlich die EU ganz wichtig ist und diese Werte geschützt werden müssen. Es gibt so einige Dinge, da ist man sich einig, dass es keinen Tierschutz geben darf. Im stärkeren Sinne sind sich alle christlichen Parteien einig. Also hier können wir vieles sehen und manches weist schon auf die tieferen Ebenen dahinter hin, die ganz aus unseren üblichen Wahrnehmungskanälen verborgen ablaufen. Und wer dort nicht hinblicken kann, uns nicht wahrnimmt, für den scheint es das nicht zu geben. Aber immer dann, wenn sich also jene Kräfte einig sind, dann kann man ein bisschen genauer hingucken und schauen, warum wohl. Du hast eben als eines der Ideologien die Migration angesprochen, dass sich da alle einig sind. Aber es gibt jetzt einige sehr krasse Fälle. In London ist dieser Soldat ja mit der Machete quasi zerstückelt worden auf offener Straße. Ja. Und die Täter haben quasi mit blutigen Händen vor der Kamera noch das gerechtfertigt. In Berlin ist, glaube ich, jetzt an der Fleischtheke. Dazu muss ich erst was sagen, lieber Joe, denn diese London-Geschichte ist natürlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen. Ich will nur mal zwei, drei Hinweise geben und dann mag jeder selber ein bisschen recherchieren. Also dieser Soldat ist ja zunächst angefahren worden, dann ist ihm der Kopf abgeschlagen worden. 25 Minuten später ist die Polizei aufgetaucht. In dieser Zeit haben die Täter den Tatort nicht verlassen, sondern haben dort ein Video aufgenommen. Auf diesem Video sieht man, dass andere Menschen mit Einkaufswagen an ihm vorbeilaufen, völlig unbeeindruckt von dem kopflosen Mann auf der Straße. Und die Polizei ist dann 25 Minuten später aufgetaucht und hat die Leute sofort erschossen. Das heißt, es gab auch nicht den Versuch, einer Festnahme, sondern die beiden Täter sind unmittelbar mit ganz vielen Schüssen hingerichtet worden. Und die also, wie gesagt, 25 Minuten lang dort geblieben sind. Man mag vielleicht, wenn man sich diese Bilder mal anschauen will, sich das YouTube-Video anschauen, was man dazu findet, in dem beispielsweise auch diese Frau mit dem Einkaufswagen zu sehen ist, die an anderen Stellen dann später in den Nachrichten rausgeschnitten wurde. Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal ganz kurz auf Boston hinweisen. Dort sind noch viele, viele Merkwürdigkeiten inzwischen aufgetaucht. Ja. Beispielsweise die Tatsache, dass der Marathon eigentlich komplett vorbei war. Dass es sogar die Leute, die noch ins Ziel gelaufen sind, wohl alle Schauspieler waren. Dass Behinderte mit ins Ziel gelaufen sind, die nie losgelaufen sind. Dass ganz viele der sogenannten Opfer schon als Opfer bei dem Sandy Hook Shooting auftauchten. Ja, ja. Dass es immer wieder die gleichen Personen sind. Also hier könnte man wirklich eine eigene Sendung machen. Ich tue es deswegen nicht, weil für mich diese Dinge ohnehin nicht in Frage stehen, sondern ich nur darauf hinweisen will, schau her, der nasse Waschlappen wird immer feuchter, der dir ins Gesicht geschlagen wird. Die Wecksignale werden immer deutlicher. Guck endlich hin, damit genügend Menschen es sehen können und nicht mehr einfach mitmachen. Und viele stellen ja die Frage, ja, was sollen wir machen? In dem Moment, wo du es wirklich durchschaust, stellt sich die Frage nicht mehr. An ganz vielen Stellen nicht mehr. Soll ich denn nochmal zur Wahl gehen? Soll ich denn das vielleicht tun? Die Frage
erschöpft sich. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt kommen. Und einfach hinblicken, auch wenn es unangenehm ist und wenn es mulchig ist, dort lauert die Wahrheit. Nicht dort, wo es poliert wird und offensichtlich so schön aussieht. Im Weißen Haus, wo du als Tourist die Räume betrachten kannst und durchs Oval Office führen lässt. Sondern draußen, an den anderen Ecken, wo keiner hinblickt, da siehst du mehr von der Wahrheit. Okay, lass uns weitermachen mit deinen Meldungen. Ja, ich habe die Meldung hier deswegen mitgebracht. Sie hat auch etwas in sich, was zeigt, wie sehr Kontrolle auf allen Ebenen stattfindet. Alle Führungskräfte in Banken müssen nämlich zum Eignungstest. Die Frage drängt sich auf, ist es ein charakterlicher Eignungstest, möchte ich hier an dieser Stelle schon mal fragen. Die Aufsicht verschärft die Regeln, auch die Vermögensverhältnisse werden abgeklopft. Also es wird jetzt kontrolliert, wie sieht es denn mit dem Vermögen des Mitarbeiters hier aus. Das geschieht übrigens schon bei ganz vielen Läden, auch bei kleineren Angestellten, die irgendwo in irgendwelchen Filialen von großen Franchise-Ketten arbeiten, werden häufig entsprechend abgeklopft. Diese neuen EU-Vorgaben müssen ab dem 22. Mai erfüllt werden. Die Meldung ist vom 10. Mai, also hier sieht man ganz schnell, wie schnell das funktioniert und hier geht es sowohl um Österreich als auch um Deutschland und es geht jetzt sehr, sehr rasch und man zeigt uns einfach, Achtung, auch wenn du bisher glaubtest, dass du ein Schäfer und bist, Vorsicht, also du bist in letzter Konsequenz auch ganz schnell deine Rechte enthoben. Und das kannst du an ganz vielen Stellen sehen, wie schnell du deine Rechte verlierst. Das ist auch etwas, das in Amerika ganz schnell passiert. Funktionierst du nicht richtig, Officer, dann können Sie heute Abend zu Fuß nach Hause gehen, beziehungsweise Ihren Wagen stehen lassen und morgen können Sie dann den Verkehr regeln. Das ist etwas, das nicht nur in Filmen passiert, sondern das sehr schnell die Leute wieder funktionieren lässt. Ja. Und hier können wir Ähnliches lesen. Ja. Schön. Die Presse. Okay. Was passiert, wenn du das nicht machst, können wir in der Welt lesen. Auch bitte hier einfach nur die Überschrift vorlesen. Es geht allerdings um USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und noch andere Länder. Hinterziehst du Steuern, dann kriegen wir dich. Das klingt ja wie eine Drohung. Es wird eng für die Steuerbetrüger. Großbritannien, Deutschland und andere Staaten werten ein riesiges Datenpaket über Steueroasen weltweit aus. Englands Schatzminister ruft zur Selbstanzeige auf. Also ein ganz großes Thema. Es geht um die energetischen Bewegungen des Geldes. Und das Geld ist tatsächlich in großer Menge vorhanden. Auch wenn wir natürlich wissen, dass das Geld in Wahrheit Schuldscheine sind, ist doch kein Mangel daran. Es gibt sehr, sehr viel. Und trotzdem versucht man, die Wege des Geldes viel stärker noch zu kontrollieren. Und dazu habe ich eine Meldung mitgebracht, die ich mal vorziehe. Denn die ist ganz, ganz aktuell. Wenige Stunden, könnte man sagen. Dies von heute, die US-Fahnder sprengen den sogenannten Geldwäschering um die Liberty Reserve, eine Alternativwährung im Internet. US-Ermittler haben eine angeblich weltweit über das Internet agierende Geldwäschering rund um das Online-Bezahlsystem Liberty Reserve gesprengt und die Webseite vorübergehend abgeschaltet. Das Unternehmen soll Kriminellen dabei geholfen haben, rund 6 Milliarden US-Dollar an illegalen Einnahmen aus Kinderpornografie und Drogenhandel zu waschen, so der Vorwurf der US-Behörden. Ist ja nur alles drin. Hier fehlen noch die Nazis. Die Nazis, ne? Und die Scientology ist das leider. So ist es. Ich erinnere mich, man hat früher immer gesagt, bei der Bild-Zeitung gäbe es eine ideale Überschrift, die da hieß, deutscher Schäferhund leckt Inge Meisel Brustkrebs weg. Da ist alles drin. Aber hier ist es nicht viel anders. Es fehlen wirklich nur noch die Nazis. Es werden alle Schubladen aufgezogen und bedient und alle Knöpfe gedrückt. Kinderpornografie, das ist natürlich total übel. Entsprechend werden auch hier schon die Emotionen in Gang gesetzt. Worauf es mir ankommt, alternative Währungen werden inzwischen sehr schnell und sehr radikal bekämpft. Das Gleiche hatten wir vor wenigen Wochen Bitcoin. Und ich hatte diese Meldung auch schon dabei. Sie hat es aber nicht sozusagen in die Top-Meldung hineingeschafft. Ich hatte sie beim letzten Mal dann nicht vorgelesen. Bitcoin, auch eine digitale Währung, sehr interessant, mit einem Algorithmus dahinter, wurde also auch entsprechend schon von den amerikanischen Behörden teilweise abgeschaltet und es wurde sehr radikal vorgegangen. Gleiches ist mal mit E-Gold passiert, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also alternative Währungen werden nicht zugelassen, natürlich nicht, denn sie sind gefährlich fürs System und deswegen dieser Ausdruck. Okay. Eigentlich wollte ich nach der Meldung
Wir kriegen euch, wenn ihr Steuern hinterzieht, diese Meldung angesprochen haben, denn sie hat einen sehr schönen Bezug. Es bezieht sich auf den Libor-Skandal. Der Libor-Skandal ist der größte Betrugsskandal der letzten 100 Jahre, wenn nicht noch länger zurück. Die Banken haben hier in großem Ausmaß per Zinsabsprachen die Anleger in unvorstellbarem Volumen betrogen. Ein unglaublicher Skandal. Und ich erinnere mich damals, in entsprechenden Finanzforen wurde davon gesprochen, das ist die Atombombe im Banksystem, die explodiert ist. Jetzt lesen wir, was ist denn geschehen aus diesem Skandal, wie ist damit umgegangen worden? Hier ist die Meldung dazu. Libor-Skandal. EU-Kommission spricht Banken pauschal von jeder Schuld frei. Ja. Die EU-Kommission deckt das kriminelle Verhalten der Banken Europas. Es soll keine Strafen geben, sondern nur Abschlagszahlungen. Die Banken können sich pauschal freikaufen, obwohl Millionen Anleger geschädigt wurden. Jeder kleine Ladendieb wird in Europa härter bestraft. Sagt die Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ja. Also das ist eine Meldung, die wichtig ist, dass man sie versteht in all ihrer Dimension. Und es zeigt natürlich eben auf, dass beispielsweise Steuerverschwendung, wir haben jetzt aktuell 500 Millionen Verschwendung ausstehend mit der nicht funktionierenden Drohne beispielsweise oder der Flughafen in Berlin oder Stuttgart 21. Das passiert, ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Hier gibt es keinerlei Ansprüche. Aber der Steuerhinterzieher, der mehrfach versteuertes Geld dann anders anlegt, der wird also sehr, sehr hart bestraft. Und auch dann, wenn er im Grunde genommen sich im Rahmen der geltenden Gesetze bewegt. Das muss einem ganz deutlich und klar werden. Wer sich also hier ein bisschen umschaut, der kann entdecken, es wird immer weniger Wert auf den Schein gelegt. Man hat schlicht keine Energie. Das ist auch Ausdruck. Es ist gefährlich, so wenig Wert auf den Schein zu legen, wenn man den vorher so wichtig poliert hat. Ja? Hier bricht in ganz vielen Menschen auch der Glauben an das System zusammen. Und ich hatte in den letzten Tagen einige Gespräche mit Menschen, die ich in ganz anderen Zusammenhängen hatte und geführt habe, die mir dann von sich aus auf einmal ganz klar gesagt haben, dass sie an diese Dinge nicht mehr glauben, die man ihnen immer wieder sagt. Mhm. Und das ist etwas, das uns Hoffnung macht. Also ja. An ganz vielen Stellen sieht man, es drängt nach oben und der Kaiser wird von vielen bereits als splitterfasernackt erkannt. Keine Frage. Ja. Ich habe eine weitere schöne Meldung, die passt sehr schön zum Thema Ideologie. Bundesregierung würdigt Henry Kissinger mit einer Stiftungsprofessur. An der Universität in Bonn soll es nun eine Henry-Kissinger-Professur eingerichtet werden. Dies hat der Verteidigungsminister Thomas de Maizière, CDU und Außenminister Guido Westerwelle zu Ehren des früheren US-Außenministers und Nobelpreisträgers Henry Kissinger beschlossen. Der feiert nämlich am 27. Mai seinen 90. Geburtstag. Und die Erklärung dafür, mit dem neuen Lehrstuhl wollen wir sicherstellen, dass die außerordentlichen Leistungen Henry Kissingers auf dem Gebiet der Diplomatie, Strategie und der transatlantischen internationalen Beziehung die sicherheits- und verteidigungspolitische Debatte dauerhaft beflügeln. Die Professur für internationale Beziehung und Völkerrechtsordnung an der Rheinischen Friedhelm-Wilhelm-Universität in Bonn ist auf 5 Jahre angelegt und soll vom Verteidigungsministerium und Auswärtigen Amt gemeinsam finanziert werden. Also es ist Verteidigung ein ohne Ende. Ja, jeder, der nicht weiß, warum Joe lacht, einfach mal ein bisschen über den Herrn Kissinger nachlesen im Internet, kann man leicht tun. Und dann eher bitte noch darauf achten, das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt sind diejenigen, die das finanzieren. Also hier kann man auch viel Symbolisches erkennen. Hier drückt sich auch wieder die Wahrheit aus. Ja. News 25, wenn du es reinhalten willst, kannst du es machen. Gut, wie viele Kriege Kissinger angeleiert oder darauf gedrängt hat, dass es keine friedliche Lösung gab. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen, aber man kann es, wie gesagt. Steht, kann jeder rausfinden. Ein weiterer Punkt zum Thema Ideologie ist jener hier. Also alles reicht eigentlich, die Überschrift, die hat es in sich. Aus der Welt. Umverteilung durch Steuern macht Deutsche gleicher. Ja, gleich arm. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht in Deutschland einen funktionierenden Ausgleich zwischen Arm und Reich. Institutschef Hüter spricht von einer Entspannung der Ungleichverteilung.
Also wir erinnern uns vielleicht schon, dass du diese Meldung schon mal gezeigt hast, dass Deutschland mit weitem Abstand wirklich nur von absoluten Dritte-Welt-Ländern überflügelt wird, was das Ungleichgewicht betrifft. Also wir haben hier eine unvorstellbare Schere und es ist einfach ein Hohn und eine Verhöhnung und es zeigt sehr deutlich, was alles gedruckt werden kann, ohne dass es Proteste gibt. Unvorstellbar. Die Welt verlangt ja inzwischen auch Geld dafür, wenn man solche Artikel aufruft. Keine Sorge, ich bezahle nicht dafür, aber man kann, wenn man eben auf diese Seite geht und sie normalerweise aufruft, dann feststellen, nach einigen Aufrufen wird gesagt, Mensch, mach doch ein Abo hier. Und das versucht nun auch die Bild-Zeitung. Ich bin mir sehr sicher, dass man damit genau das beschleunigt, was ohnehin in Bewegung ist, nämlich dass immer weniger diese Meldungen gelesen werden. Ja. Dafür bezahlen, Schmerzensgeld müsste man bekommen. Ja. Ja. Ich habe eine weitere Meldung, die zum Thema Obama führt. Okay. Und damit sozusagen die Tür auch zu dem aufmacht, was du noch ansprechen wolltest. Denn die US-Regierung hat Kritiker der Regierung die Steuerbehörde auf den Hals gehetzt. Ja, die IRS, US-Regierung, ja. Präsident Barack Obama bekommt ein ernstes Problem. Zahlreiche Medien, Unternehmer und Republikaner wurden die Steuerbehörden auf den Hals gehetzt, nachdem sich die Bürger kritisch oder auch politisch andersdenkend geäußert hatten. Der IRS-Skandal ist beispiellos in der Freiheitsgeschichte der USA. Vielleicht sollte man Herrn Obama schreiben, dass doch die Führerscheinbehörde anzusprechen ist, ob denn bei Kritikern die charakterliche Eignung überhaupt vorliegt. Das wäre ja eine Idee, die er noch aufgreifen kann. Ja, richtig. Aber das zeigt frappierend, was da läuft. Aber der Herr Obama hat ja eine Rede gehalten kürzlich, in dem er sehr deutlich darauf eingegangen ist, dass der Krieg gegen den Terror eigentlich beendet werden müsste, dass gefoltert wird, dass Guantanamo wollte er ja immer schließen, dass er das nicht schafft, weil der Kongress das nicht will. Es wird so getan, als wollte er doch was Gutes, wer weiß, aber er kommt da scheinbar nicht mit durch, aber er hat scheinbar sehr deutliche Worte gesprochen. Du hast das eben genau gesagt. Er hat es nicht anscheinend, sondern scheinbar gesprochen. Es ist ein Schein, eine Illusion, ein Betrug. Und das ist ganz klar. Und ich finde hier auch so deutliche Worte, um gar nicht die Idee, es könnte ja auch anders sein, aufkommen zu lassen. Der Herr Obama liest original wortwörtlich alles vor, was man ihm aufschreibt. Und auch in den USA ist zu frühe Kritik, wie wir gerade eben gehört haben, ein großes Problem. Und es gibt immer wieder mal die Beruhigungspille Mama oder Papa, im Falle Deutschlands BRD Mama, dort drüben der Papa hat dich doch lieb. Ja. Und wir machen das doch alles. Es ist eine beispiellose Verhöhnung. Obama hat Tausende von Menschen liquidiert. Er ist an ganz vielen Stellen so deutlich in Erscheinung getreten. Das allererste, was er getan hat, nachdem er sein Amt übernommen hat, eine grauenvolle Art der Abtreibung zu erlauben, indem die lebendigen Kinder im Leib zerstückelt werden. Das, was er tut, spricht Bände. Das, was Sie hier sehen können, ist ein Ausdruck einer wirklich extremen Form bereist von Absurdität, die ablaufen, nicht nur auf dieser Ebene. Und von daher mein ganz klarer Hinweis, also bitte zu gucken, an den Früchten, sagt man in der Bibel, sollt ihr sie erkennen, diese Früchtchen lassen tief blicken. Und vielleicht sich mal anschauen, was passiert, wenn der Teleprompter ausfällt bei Herrn Obama, dann kann man feststellen, dass er hört auf zu sprechen wie eine Puppe. Es ist nichts anderes als ein Ausdruck eben einer Position eines Präsidenten, der überhaupt keine Macht mehr selber verkörpert, sondern nur ein Sprachrohr ist der dahinterliegenden Kräfte. Okay. Ich habe eine hübsche Meldung, die eigentlich so vorgelesen werden kann und die uns gleich auch in andere Dinge hineinführen. Nachrichten auch, Studie. Die Rente schadet der Gesundheit, ewiges Arbeiten hält jung. Die Gefahr seelischer und körperlicher Erkrankungen wird durch den Eintritt in die Rente massiv erhöht, so eine aktuelle Studie. Die Politik müsse daher ein starres Renteneintrittsalter abschaffen und den Bürgern ein längeres Arbeiten ermöglichen. Das ist ja sehr, sehr nett gedacht eigentlich. Vielleicht zeigst du die Meldung nochmal. Ich amüsiere mich heute köstlich hier. Die Rente schadet der Gesundheit, ewiges Arbeiten hält jung. Ja, das erinnert mich irgendwie ein bisschen Arbeit macht frei, ne? Ja, das hat irgendwo eine Qualität, die an dieser Stelle eben auch diesen Verhöhnungscharakter ganz deutlich zeigt und eine Qualität in sich trägt, die aufzeigt, wie viel wir inzwischen
tolerieren können. Und ich habe schon mal gesagt, sprachlich heißt tolerieren und er leitet sich ab von ertragen können. Mhm. Und genau das wird wirklich ausprobiert, wie viel kann man ertragen. Und tatsächlich heißt es aber auch, dass es eine energetische Versorgungslücke gibt und dass natürlich Menschen, die nicht mehr so sehr im Hamsterrad sind, zu viel Zeit haben. Und ich weiß noch 2008, kommt auf dumme Gedanken, ne? Genau, 2008, als es den großen Einbruch an den Börsen gab, dass damals ein Politiker bei Bloomberg TV zu hören war, der sagte, wir müssen die Menschen beschäftigt halten. Hm. Und das ist genau das, worum es geht. Sonst kommen sie auf dumme Gedanken. Also dieses Beschäftigthalten ist etwas ganz Wichtiges. Das geschieht jetzt auch sehr stark über die Harz-Agenturen. Die Leute werden beschäftigt gehalten, sie werden immer mehr entrechtet mit entsprechenden Verträgen, in denen sie eigentlich alle Rechte abgeben. Und hier merken wir, wie stark auch der Druck sein muss, unter dem das System bereits steht. Mhm. Und da komme ich zu der nächsten Meldung. Eine energetische Meldung. Die Energiebosse warnen vor dem Stromkollaps, steht hier. Eine einmalige Koalition, die Chefs der größten europäischen Energiekonzerne, haben einen dramatischen Appell an die Regierung gerichtet und 4 Vorschläge zur Rettung der Branche unterbreitet. Und hier steht dann weiter noch Furcht vor dem perfekten Sturm. Mhm. Okay, also es reicht, wenn du es nur zeigst vielleicht. Ich habe es deswegen mitgebracht, weil das Thema energetische Versorgung wirklich das durchgängige Thema hier ist bei uns. Mhm. Und als ganz große Thema, sowohl im Geldsystem, wie im Stromsystem, wie in deiner eigenen energetischen, in deinem eigenen energetischen Antrieb. Ja. Immer mehr Menschen sind müde, erschöpft im wahrsten Sinne, funktionieren dadurch nicht mehr so gut, können einfach nicht mehr. Da würde ich sagen, einfach mal abschalten. Genau, so ist es. Das ist genau der richtige Punkt. Und das ist ein perfekter Übergang. Abschalten, einfach mal abschalten, hast du gesagt. Vielleicht Burnout-Prävention ja. Oder Prophylakte zu betreiben. Also nach dem Thema Abschalten eine Meldung hier. Stromnetz außer Kontrolle. Österreich schrammt am Blackout vorbei. Ganz knapp. Aufgrund einer plötzlichen Datenflut wurden die Steuerungszentralen des österreichischen Stromnetzbetreibers APG vorübergehend lahmgelegt. Die Stromversorgung in Österreich geriet in Gefahr. Der Vorfall zeigt, die Stromversorgung hängt in Österreich an einem seidenen Faden. Das gilt natürlich nicht nur für Österreich, es gilt für Deutschland, es gilt natürlich auch für die Länder, von denen man das ohnehin vielleicht eher erwartet hat. Ja. Wenn man im Süden im Urlaub ist, dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn für ein paar Minuten mal der Strom weg ist. Ja. Aber hier haben wir überhaupt keine Vorstellung, wie dicht wir bereits an dieser Auslastung sind und dass also alle Methoden, die man anwendet, nicht mehr ausreichen, um wirklich Stabilität hineinzubringen. Und dazu passt diese großartige Meldung hier, die etwas aufzeigt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Joe, du erinnerst dich, vor einer oder zwei Sendungen habe ich mitgebracht, den Hinweis, dass die Windkrafträder in den USA so gut wie komplett abgebaut werden, beziehungsweise außer Betrieb nicht mehr benutzt werden. Jetzt kommt die nächste Meldung und die greift genau das Thema auf. Zum Manager-Magazin. Amerikas Schiefergasboom droht jähes Ende. Fracking. Aha. Schiefergas ist Fracking, das heißt also beim dem Gas, das sich in den entsprechenden Schieferschichten aufhält, hilft man mit hochgiftigen, toxischen, chemikalischen und von denen niemand weiß, ja, Flüssigkeiten nach, die man bis zu 7000 Meter tief ins Gestein hinein spült, um dann dort Gas nach oben zu bringen, mit vielen, vielen großen Problemen. Großen Problemen, auch was natürlich die toxische Wirkung betrifft. Und jetzt funktioniert es einfach schon nicht mehr. Wo es gerade angefangen hat, ne? Oder genau. Gib's mir doch bitte nochmal. Ja. Ich habe hier noch ein kleines Zitat. Bei dir ja um die Ecke wollten sie ja auch Fracking. Wird bereits Fracking betrieben. Ja. Also hier wird jetzt Folgendes gesagt. Die Förderkapazität der meisten Bohrleistungen ist bereits in den ersten 3 Jahren nach Anschluss an die Pipeline um 80-95% gefallen. Das heißt, man geht hier nicht nur ein unvorstellbares Risiko ein, vergiftet das Grundwasser. Ja, man weiß ja noch gar nicht mal, was in ein paar Kilometer Erde, was da alles für Lebewesen, für Organismen. Wir wissen es ja nicht. Ne? Keinerlei Ahnung. Es ist so, als würde ein Kleinkind und in diesem Fall noch zusätzlich ein behindertes Kind mit einem Hammer eine Schweizer Uhr reparieren. Mhm. Es ist etwas, was hier geschieht, was kein Mensch auch nur im geringsten einschätzen kann in seiner Dimensionität. Und es zeigt eben auch jetzt bereits auf, dass selbst diese radikalen Methoden immer weniger
erreichen, immer weniger in Gang setzen. Sie lohnen sich nicht mal mehr aus der Sicht des Systems. In Deutschland ist leider ist so, dass ja inzwischen in der Bodenseeregion sehr, sehr stark dafür geworben wird, in Anführungszeichen, man könnte auch sagen, mit großer Radikalität versucht wird, durchzusetzen, dass es auch in diesem Gebiet zum Fracking kommt. In Deutschland gibt es starke Bewegungen dagegen. Jetzt hat die EU bereits gesagt, dann werden wir es durchsetzen und Deutschland zwingen. Und hier können wir wieder feststellen, dass all diese Informationen, die natürlich nicht erst durch das Manager-Magazin aufgedeckt worden sind, sondern die inzwischen innerhalb der Branche allgemein gut sind und erkannt worden sind, überhaupt nicht dazu führen, dass was verändert wird. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben so häufig die kindliche Vorstellung, wenn wir merken, dass das schlecht ist, dann wird es gelassen. Das ist in keinster Weise der Fall. Im Gegenteil, häufig werden die Dinge dann mit brachialer Gewalt weiter durchgesetzt. Und das trifft ja auch als Ausdruck auf viele andere Meldungen zu, die wir heute bereits geteilt haben. Das also zum Thema Fracking und es ist ein Ausdruck eben auch des Kampfes gegen die Natur. Ja. Gut. Zum Thema energetische Versorgung gehört natürlich auch der Energiefluss. Und diese Meldung hier aus der Welt greift die Problematik hier in Deutschland auf. Es ist die letzte Meldung zu diesem Thema. Man könnte viele weitere noch teilen. Das energetische Problem ist vielschichtig. Hier aber merken wir es auf einer anderen Ebene. Das große deutsche Infrastrukturdesaster. Die Infrastruktur galt als Rückgrat der Volkswirtschaft und Garant für den Wohlstand. Doch Straßen, Schienen und Wasserwege, Energie- und Telefonnetze verkommen. Experten sehen eine Zeitbombe. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Die Straßen sieht man ja. Ich bin neulich durch ganz Deutschland gefahren, war in Heilbronn und die vielen Baustellen und der Zustand der Straßen ist nur ein Beispiel. Ja, also dazu möchte ich gerne noch etwas weiter ausholen, denn es ist sehr interessant und zeigt viele Facetten. Zum einen natürlich können wir sehen, dass die Straßen ja sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte hinweg sehr stiefmütterlich gepflegt worden sind. Da geht es auch um die Brücken beispielsweise. Und nun überlegt werden muss bereits ganz öffentlich vor der Wahl, muss es denn nun eine Pkw-Maut geben, um dort die entsprechenden Gelder hineinzuholen. Ich möchte darauf hinweisen, dass nach meinem Wissen seit 1968 über die sogenannte Mineralölsteuer Geld eingesammelt wird, das ganz klar gesetzlich geregelt für den Ausbau und für die Pflege der Straßen zu verwenden ist. Das ist noch niemals geschehen, seit es dieses Gesetz gibt, noch nie, zu keinem Zeitpunkt. Aber die Renten werden über die Mineralölsteuer bezahlt. Das vergessen wir, weil es schon ein paar Jährchen her ist und wir die Vorstellung haben, dass nur neue Meldungen interessant sind. Also hier wird bereits seit langen, langen Jahrzehnten bezahlt. Dieses Geld ist noch nie dafür verwendet worden. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist ja auch keine Überraschung, sondern etwas, das absehbar seit Jahrzehnten sich entwickelt hat. Eine weitere Dimension, die noch ein Stückchen deutlicher aufzeigt, wie es mit der Infrastruktur bestellt ist, betrifft die Abwasserrohrleitung in Deutschland. Ich habe einen guten Freund, der sich mit alternativen Möglichkeiten zur Sanierung von Abwasserleitungen beschäftigt hat vor Jahrzehnten und hat eine Methode gefunden, die durch ein Einbringen eines Gummi-Innenrohrs verhindert, dass eben Wasser unkontrolliert aus diesen Abwasserleitungen herausgerät und hat dafür auch Patente entwickeln lassen und hat sehr viel Geld, eigenes Geld investiert. Es wurde ihm allerdings ganz schnell klar, dass es gar kein Interesse an diesem Thema gibt, denn inzwischen versickern nach seiner Auskunft in Deutschland rund 76% dessen, was durch die Leitung geht, unkontrolliert. Das heißt also, das ist so marode und so kaputt, dass wir keine Vorstellung haben. 76%. Also hier können wir, ob diese Zahl stimmt, weiß ich nicht. Er hat nur gesagt, es gab dann keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil, dieses Thema möchte niemand an die Oberfläche holen, was natürlich sehr schön aufzeigt, das, was unter dem Teppich liegt, das ist natürlich überhaupt nicht zu sehen. Und auch nicht besonders schön anzusehen. Die Straßen dagegen, die kann nun keiner ignorieren. Aber wir sehen ganz einfach, an vielen Stellen energetische Pflege nötig ist. Auch in die so stabil zu sein, scheinen sehr massiven Strukturen. Wenn du keine Energie hineingibst, zerfällt alles. Alles, was nicht zerfällt und sich neu wandelt, das wird durch das Leben selbst gespeist. Das, was wir hier sehen, sind künstliche Strukturen, die brauchen ständig Energie. Und wir in unserer Zeit geben nirgends so viel Energie hinein wie in den Kampf gegen das Leben. Ein unvorstellbares Paradoxon.
Ja, ich habe jetzt einen anderen Aspekt, und der führt uns in eine rituelle tiefe Ebene. Sie. Der Papst ist es nochmal, der hier jetzt bei mir auf einmal wieder in die Meldung hineingefunden hat. Es geht um den neuen Papst. Frau Merkel hatte inzwischen bereits 2 Treffen mit ihm, ein relativ langes und ausführliches. Und ich habe zum Papst 2 Meldungen. Ich fange mal mit der kleineren an. Der Papst soll nämlich einen Exorzismus ausgeführt haben. Und ich habe leider das Bild nicht mit ausdrücken können, aber ich lese einfach mal vor. Papst Franziskus soll einem Mann den Teufel ausgetrieben haben. Die Szene, bei der der Papst nach der Pfingstmesse, also hier geht es um rituelle Themen, also bitte auf die Symbolik achten, auf dem Petersplatz einem jungen Italiener die Hände auflegt, war vom Fernsehsender TV 2000 der italienischen Bischofskonferenz als Exorzismus interpretiert worden. Der Sprecher des Vatikan, Federico Lombardi, dementierte die Berichte. Papst Franziskus hat absolut nicht die Absicht, einen Exorzismus durchzuführen. Er geht häufig auf leidende Menschen zu, die ihm begegnen. In dieser Situation hat er nur für diese kranke Person gebetet. Später räumte der Autor Dino Boffo des katholischen Senders Feder in seinen Bericht ein und entschuldigt sich für die falsche Darstellung beim Papst. Bei den gläubigen Besuchern auf dem Petersplatz gehen die Meinungen über den Exorzismus in der katholischen Kirche auseinander. Ich denke, dass Exorzismus einfach nur verrückt ist. Ich glaube jedenfalls nicht an sowas. Und ein anderer sagt, ich denke, es gibt Gut und Böse auf der Welt und das Gute muss unterstützt werden. Wenn der Papst das getan hat, ist das vernünftig. Also auch das ist hier interessant, dass der Verstand bemüht wird, das ist also vernünftig. Der Exorzismus spielt in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle, gilt aber nach etlichen Skandalen als heikles Thema. Also das hier als Meldung. Mhm. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass der Papst eine sehr starke rituelle Bedeutung hat. Ja. Er ist der Brückenbauer, der Pontifex, der Brückenbauer zur geistigen Welt, zu der dahinterliegenden Welt. Die Frage, die ich schon gestellt habe, welche Brücke wohl wohin führt, die er dort aufbaut. Mhm. Und das mag sich jeder selber beantworten. Jedenfalls hat dieser Papst noch einige Überraschungen im Gepäck und seine rituellen Tätigkeiten spielen eine sehr, sehr bedeutsame Rolle. Die weitere Meldung, die ich aus dem Handelsblatt mitgebracht habe, möchte ich auch gerne selbst verlesen, weil ich hier eine Stelle markiert habe, damit ich sie nicht vergesse. Papst geißelt die Diktatur der Wirtschaft. Das ist die Meldung des Papstes. Hier oben zeigt es ihn. Bescheidenheit ist das Thema von Papst Franziskus. Also wir wissen, dass uns Franziskus sehr aufdringlich geradezu in den Medien als ein besonders bescheidener Papst präsentiert wird. Der sich um die Armen kümmert. Genau, um die Armen kümmert, der einen silbernen Ring, vergoldet ist er, der silberne Ring trägt, aus Bescheidenheit. Ich habe schon darauf hingewiesen, Gold steht für Bewusstsein, Silber steht für eben das, was wir als Illusion bezeichnen. Ja? Mhm. Und dieser vergoldete Ring verheimlicht das Dahinterliegende, das mag jeder selber interpretieren. Jedenfalls wird es uns sehr aufdringlich präsentiert und das wird hier weiter aufgegriffen. Er will in der Kirche durchsetzen und verlangt sie vom globalen Finanzsystem, nämlich die Bescheidenheit. Mit harschen Worten geißelt der Mann aus Argentinien die Gier und fordert die Umkehr. Also er sagt dann hier noch weiter, und das ist ganz wichtig, die Ungleichgewichte in der Welt hätten ihre Ursache in jenen Ideologien, die die Autonomie der Märkte und der Spekulation an die erste Stelle setzen und den Staaten ein Recht auf Kontrolle absprechen. Also hier spricht er ganz klar, würde der Staat eingreifen, wäre es sehr viel besser bestellt, denn es geht um Gleichheit. Eben uns schon mal begegnet, die Deutschen werden immer gleicher, alle werden arm. Und das ist eine gute Botschaft. Schließlich ist es wichtig im Christentum, wo uns sofort gesagt wird, der Reiche, der kann ohnehin nicht in den Himmel kommen. Also der Arme, dem stehen die Tore des Himmels offen. Alles, was an Überfluss da ist, muss bekämpft werden. All das, wo sich die Natur ausschüttet, muss klein gehalten werden. Und hier wird auf einmal Armut zu etwas gemacht, das etwas ganz Wichtiges und dich auszeichnet, dir quasi wie ein Orden verliehen werden kann. Ich lese es noch einmal vor. Die Ungleichgewichte in der Welt hätten ihre Ursachen in jenen Ideologien, die die Autonomie der Märkte und der Spekulation an erster Stelle setzen und den Staaten ein Recht auf Kontrolle absprechen. Wir haben neue Idole geschaffen, sagt Franziskus weiter. Wie einst die Anbetung des goldenen Kalbes gewesen sei, sei heute der Kult um das Geld und die Diktatur der Wirtschaft. Also das, was wir hier sehen können, ist, dass die Vorbereitung zur Armut
an dieser Stelle geschieht. Er wird die warmen Schäfchen aufnehmen und ihnen einen warmen Stall bereiten. Der Papst wird gebraucht. Merkel war schon zweimal bei ihm und hat relativ lang mit ihm darüber gesprochen, was jetzt wichtig ist. Das hat relativ kurze Zeit ja eigentlich. Besonders wichtig ist mir noch auf dein was ganz Wichtiges hinzuweisen, aber zeig erst mal die Meldung. Ja. Da braucht es nicht mehr. Ein bisschen runter bitte, genau. Die Farben sind sehr schön. Die Farben sind schön und diese Meldung steht im Handelsblatt. Ja. Also auch das hat eine schöne Symbolik. Du hast vorhin vom Handelsrecht gesprochen, von dem, was tatsächlich auf der Welt geschieht, da spielt es eine große Rolle. Und der Papst hier im Handelsblatt, das passt einfach schön. Ja, das soll ja, das deutet ja an, dass der Staat im Grunde auch die Finanzströme regulieren müsste. Und zwei Meldungen habe ich noch ganz regulär. Die eine, die auch den Kampf gegen das Natürliche zeigt. Hier geht es um Angelina Jolie, die also sich die Brüste abnehmen lässt, und sie sagt hier, das ist schlicht die Vermeidung des Risikos. Das heißt also, hier wird prophylaktisch, haben wir nicht nur die Möglichkeit, möglicherweise in den USA Verbrechen zu verhindern. Wir haben darüber schon gesprochen. Es gibt in den USA eine ganz stark ausdrücklich auch inzwischen geförderte Bewegung des sogenannten Pre-Crime. Verbrechen werden verhindert, bevor sie geschehen. Das heißt, du kannst auch entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden, bevor du etwas getan hast. Denn Gedankenkontrolle ist das ganz große Thema. Und das ist etwas, das wir jetzt auch in der Prophylaxe für Krankheiten sehen. Lass dir die Organe rausnehmen, bevor sie krank werden können. Und hier sind natürlich die Brüste ein besonderes Symbol. Wir können, wenn wir zurückblicken, auch in der Geschichte der christlichen Kirche, insbesondere in den katholisch geprägten Bereichen, noch vor 100 Jahren Mütter finden, die ihren Töchtern Bleiplatten auf die Brust gelegt haben, damit nicht die Teufelskugeln rauskommen. Hier können wir sehen, wie das Leben bekämpft wird. Und ich habe schon darauf hingewiesen, der angenagelte Christ, der Unbewegliche, an die Materie festgeheftete, der, und das ist ja auch ganz eigenartig, dessen Todestag gefeiert wird, dessen Blut getrunken wird, dessen Leib gegessen wird. Und das scheint so normal, dass du mit niemand drüber sprechen kannst. Und all die kritischen Leute, die den Staat so kritisch sehen, die die Juristerei so kritisch sehen, die das Gesundheitswesen so kritisch sehen, glauben, die Staatsreligion bildet die Ausnahme. Wie eigenartig. Hier können wir sehen, wie der Kampf gegen das Weibliche, der Kampf gegen das Natürliche und der Kampf gegen dein eigenes Körperbewusstsein geführt wird. Und das mit einem entsprechenden sehr prominenten, mit einer sehr prominenten Figur, zu der es viel zu sagen gäbe. Sie hat vor einigen Jahren gesagt, dass sie gern Blut trinkt. Sie hat interessante Interviews dazu gegeben. Ja. Es ist viel zu entdecken, wenn man die entsprechenden Ausdrucksformen betrachtet, die uns als die Vorbilder, als die richtigen Images präsentiert werden, nachdem wir uns richten sollen. Hier also Angelina Jolie. Ja, könnte man einiges zu sagen, aber wir wissen ja, dass Krebs in vielen Fällen oder eigentlich ganz andere Ursachen hat, als man uns sagt. Und mit neue Medizin und so weiter, dass man da nach der Ursache suchen würde und jetzt nicht prophylaktisch schulmedizinisch sich einfach was wegoperieren lassen sollte. Es gibt natürlich vor allen Dingen, auch wenn wir nach der Ursache gucken, wenn wir jetzt mal in diese Richtung vom Krebs schauen, immer noch mal einen ursächlichen Grund davor. Also ich finde jetzt vielleicht meine Belastung durch irgendwelche Strahlung oder ich finde vielleicht sogar eine Belastung, wenn wir das noch ein bisschen weiter fassen, durch einen Schicksalsschlag, der zu einer entsprechenden Ausbildung geführt hat. Aber auch dann könnten wir weiter fragen, warum hast du denn nun ausgerechnet erlebt und dein Bruder nicht? Ja, du warst doch eigentlich immer derjenige, der so offen war und dein Bruder, der hat immer geraucht. Und warum ist das alles so? Und dann finden wir auch dafür nochmal eine Ursache vielleicht, die uns der Verstand dann als die ursächliche Begründung liefert. Und dann hören wir auf zu fragen. Ich möchte darauf hinweisen, Krebs ist ein sehr passender Ausdruck für unsere Zeit. Wachstum um jeden Preis, Wachstum auch gegen den Wirt, Wachstum überall, mehr Steuereinnahmen, egal was aus dem Steuerbürger wird, Wachstum überall, das ist Krebs, Alterswachstum. Ich habe hier eine Meldung mitgebracht, die den Ansprüchen genügen sollte, derjenigen, die immer sagen, Mensch,
bring doch mal was Schönes mit. Okay. Und das ist nun relativ schön oder auch relativ unschön. Ich finde es jedenfalls sehr ermunternd. In Ungarn wurden alle Monsanto-Felder von Mais verbrannt, auf staatliche Anordnung hin. Hm. Ja. Ja, auf Englisch, ich brauche es nicht vorlesen. Hungary destroys all Monsanto GMO cornfields. Interessant. Ja. Ja. Man sieht hier das brennende Maisfeld. Und hier möchte ich darauf hinweisen, noch einmal, Monsanto hat im Moment viel Gegenwind, hat teilweise aber auch eben viel Unterstützung von dem bereits erwähnten Obama, der ja ein Gesetz herausgegeben hat, wonach Monsanto komplett geschützt wird vor jeglichen Nachforschungen beziehungsweise von Möglichkeiten des Gerichtes überhaupt irgendetwas zu tun. Andererseits gibt es viel Gegenwind. Also hier merken wir selbst auch... Selbst von der Natur ist teilweise so, dass es diese Genmais von, dass ein neues Unkraut sich sehr breit macht bei denen. Das heißt, das Leben schafft immer einen Ausgleich. In dem Moment, wo die künstlichen Strukturen nicht mehr energetisch versorgt werden, schafft das Leben einen Ausgleich. Und genau das ist das, was es so spannend macht. Deswegen muss auch das Leben selbst bekämpft werden. Das ist noch vielleicht als Hinweis. Wenn man sagt, ja, wieso bekämpfen wir das Leben? Wir sitzen doch auf genau diesem Ast. Mhm. Das ist das Leben, was durch uns hindurch pulsiert. Mhm. Ja, wenn du mit dem Leben verbunden bist, dann siehst du es so. Bist du getrennt, dann findest du das Leben bedrohlich. Deine künstlichen Strukturen sind es, die dir Sicherheit geben. Gehst du aus deiner Tür hinaus, begegnet dir das Leben und es wird gefährlich. Also versichere dich. Versuche, dein Auto mit Panzerglas zu schützen. Am besten gar nicht mehr irgendetwas zu essen, was du nicht kontrolliert hast. Und dann entstehen Konzepte, die nachher das Leben selbst bekämpfen. Und das ist das, was wir sehen können. Es ist ein Ausdruck eines völlig absurden, einer absurden Entwicklung, die in ihrem Höhepunkt die Polarität bildet zu unserer Bewusstwerdung an der anderen Stelle. Also es wird gebraucht, anders ging es nicht. Und abschließend noch für die, die ein bisschen genauer hinblicken und jetzt den Kopf schütteln, noch der Hinweis, natürlich, das muss so sein, denn in Wahrheit ist alles so, wie es ist. Beide Seiten der gleichen Medaille sind immer im absoluten Einklang, aber als Menschen gucken wir eben auf die eine oder auf die andere Seite und wir haben jahrelang auf die künstlich polierte Seite geguckt, obwohl es in Wahrheit die stumpfe war. Und jetzt müssen wir eben hinschauen. Sehen und dann erst können wir sehen, dass die gesamte Münze auch wahrnehmbar wird. Aber das ist überhaupt erst dann der nächste Schritt, der dann kommt. Ja. Münzen, und du hast Geld, da liegen die 5 Euro. Ja, ich habe das mal mitgebracht. Neue Scheine. Genau. Was hast du dazu zu erzählen? Ja, soll ich sie mal so einfach an ja, zeig sie doch mal. Kamera halten? Also das ist die 4 Kamera. Die Kamera 4 wäre jetzt angebracht, genau. So, da unten ist der neue genau. Auf der Rückseite. Und also es gibt einen neuen Schein. Die Frage stellt sich natürlich, was ist denn bei diesem neuen Schein nunmehr anders und worauf kann man achten? Also ich möchte gerne, vielleicht wenn du mir beide Scheine mal gibst, ein paar ganz grundsätzliche Bemerkungen sagen. Das, was wir überall oder üblicherweise hören, ist natürlich, wenn wir uns ein bisschen erkundigen, dass dieser 5-Euro-Schein der Schein mit der höchsten Umlaufgeschwindigkeit ist und dass er sehr schnell kaputt geht. Er löst sich auf. Also er verliert an Wert, nicht nur in der tatsächlichen Qualität des Papiergeldes, sondern auch in dem physischen Ausdruck. Also hier können wir auch erkennen, die Wahrheit drückt sich immer aus. Die Scheine, die sich am wenigsten abnutzen, welche sind das schon? Die 500er, schätze ich. Genau, und was soll mit denen passieren? Die sollen abgeschafft werden. Genau. Also hier können wir sehr schön sehen, dass die Dinge immer ihren Ausdruck auf allen Ebenen finden. Also der 5er, der sich quasi auflöst, aber noch einen deutlichen Unterschied aufweist zu dem neuen Schein. Und natürlich hat der neue ein etwas stabileres Papier, natürlich hat er weitere Sicherheitsfeatures, aber er hat auch etwas, was den alten Schein ausmacht, nicht mehr. Aus dem alten Schein konnte ich ablesen, zu welchem Land oder zu welchem Staat ist denn eigentlich der Schein ursprünglich zuzuordnen. Okay. Und wenn ich also ein X gefunden habe, dann wusste ich, das ist Deutschland. Und es gibt also nicht wenig Menschen, die sagen, wenn ich mir Geld zurücklege, dann mag das später mal eine Rolle spielen, möglicherweise sogar. Und die Südeuros, die werden noch weniger wert sein als die Nordeuros, also sammle ich nur X-Euros. Hm. Das ist eine Bewegung, über die man diskutieren kann, ob es notwendig ist, ob es sinnvoll ist. Fakt ist, wir wissen es nicht. Aber das wird jetzt ganz abgeschafft. Das ist eine alte Bewegung übrigens, dass man das gute Geld aus dem Kreislauf herausnimmt. Mhm. Das gab es schon zu
Friedrich dem Großen, der teilweise, um eben seine entsprechende Verteidigung aufrechtzuerhalten, auch Gold fälschen ließ, indem man die Münzen etwas von Gold befreite, abschleifen ließ, und die alten Münzen wurden gehortet und die neuen, leichteren wurden verwendet. Also hier können wir es auf unterschiedlichen Ebenen sehen, und der Fünfer wird eben vorzugsweise mit dem X darauf gehortet, von denjenigen, die hier in Deutschland sind. Auf dem neuen 5-Euro-Schein ist das weggefallen. Du kannst also nicht mehr erkennen, wer denn nun tatsächlich ursprünglich der ausgebende Staat ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Interessant natürlich auch die Unterschrift des Herrn Draghi. Mhm. Die Unterschrift, die aussieht wie von einem Kleinkind unterhalb der Flagge, die eben auch, wie bereits üblich, hereinkopiert worden ist. Es gibt also bei diesem Geldschein keine Urnote, sondern ist das eine Kopie. Und das können wir schön sehen, wenn wir hier uns anschauen auf dem 5-Euro-Schein, das kleine Copyright-Zeichen. Okay. Es ist also kein Geld mehr. Entsprechend gibt es keine Hinweise. Wer Geldnoten fälscht oder verfälscht in den Umlauf bringt, der wird bestraft. Das gibt es hier alles nicht, denn es ist kein Geld nach diesen Kriterien und wird nur über das Copyright geschützt. Also das können wir hier auch schön erkennen. Natürlich bleiben die Pentagramme erhalten. Natürlich finden wir Brücken, die nichts verbinden, die Fantasiebrücken sind. Und noch ein paar Kleinigkeiten, wer genau guckt, kann noch ein bisschen was finden. Wichtig war mir, was hier weggefallen ist, ist eben der Hinweis, wo kommt her, das Geld. Okay, sehr interessant. Ja, danke. So kommt man zu Geld, weil wir wussten vor uns. Okay, wir haben jetzt die Must, die Top, die Meldung, die haben wir durch, aber wir haben noch die Can. Genau. Also die, ich würde vorschlagen, zieh doch was, Joe. Ja, ich, das ist ja wie beim Tarot hier. Ja, genau. Wir könnten das nochmal durchmischen. Wenn ich eine Straße habe oder zwei Paare. Wir mischen noch ein bisschen. Habe ich gefunden. Mal gucken, was da rauskommt. Dann haben wir auf diese Art ja die Möglichkeit, das Schicksal sozusagen mit einzubinden. Willst du die eine mit rein? Die hatte ich eigentlich gesehen und gedacht, die muss. Oder willst du die mitmischen? Jetzt ist sie mitgemischt. Jetzt ist sie weg. Okay. Du kannst natürlich versuchen, das Schicksal zu beeinflussen und die zu ziehen. Ja. Das ist ja genau das, was passiert. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Es ist ja genau das, was ganz bewusst passiert, wenn man eben Karten zieht, dass man die Kontrolle ausschalten möchte. Ich versuche das zu mischen und zu sagen, okay, bitte, es soll ganz unkontrolliert von mir geschehen. Ich hoffe, du hast keine Präferenzen. Was zieh, was immer du magst. Freimeldung oder? Es kann sein, dass du nur eine zweite Seite hast. Zweite Seite, dann genau. Macht aber nichts. Zieh das nur mal dazu vielleicht. Gucken wir, ob die zusammenpassen. Ja, da habe ich ja sogar die dabei. Und die, also noch bitte eine, zwei. Komm, wenn es zwei sind. Hier ist eine zusammengeheftete, längere Aktion. Okay, fangen wir da mal an. Also. Darf ich lese gleich vor, wie die Polizeistatistik Verbrechen verheimlicht. Ja, also diese Meldung aus der Welt ist hochspannend und sehr aktuell. Sie ist wenige Tage alt, sie ist vom 27. Mai, vom 2.3. steht jetzt hier. Ich habe sie allerdings jetzt erst entdeckt und ich bin sicher, sie ist auch jetzt erst erschienen. Vielleicht ist sie ursprünglich schon älter und jetzt nochmal aufgegriffen worden. Sie ist ursprünglich wohl vom 2.3.2013. Wie die Polizei Statistik Verbrechen verheimlicht, Polizeigewerkschaften fordern, dass die regierungsfreundliche Polizeistatistik nicht länger manipuliert wird. Das Ergebnis wäre erschreckend. Es gibt wohl viel mehr Gewalttäter als bisher bekannt. Und hier wird später im Text dann davon gesprochen, dass man ungefähr 80 Mal so viele Gewalttaten hat. Wir würden hier also von 8000% sprechen, um die Statistik abweicht. Das liegt wohl auch daran, dass teilweise viele Straftaten, die einem Täter zuzuordnen sind, als eine Tat gewertet werden. Also hier gibt es einen ausführlichen Bericht in der Welt und belegt natürlich das, was wir häufig schon gesagt haben. Es soll eben so aussehen, wie es eben zu den Ideologien passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Auch das kostet Energie, auch das kostet Kraft. Und irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Und jetzt kann man es hier sehr deutlich lesen. Okay. Du darfst, glaube ich, sogar noch mal eine ziehen gleich. Okay. Also du hast eine Meldung gezogen, die wir schon hatten. Du darfst also noch mal eine rausziehen, eine einzelne, wenn du möchtest. Denn das geht noch mal um die Bußgeldbescheide. Es war okay, noch mal, ach so. Dann legen wir das zur Seite. Und das hatten wir ja. Jetzt hast du die Meldung. Oder habe ich jetzt den falschen Start? Nö, du hast jetzt hier die Meldung zur Anklagung gegen die Terrorgruppe NSU gezogen. Dort hat mich die Überschrift motiviert, diese Meldung mitzubringen. Zeig sie doch mal bitte.
Ja, aus der Welt. Als säße ganz Deutschland auf der Anklagebank. Ja. Also hier, der Eindruck wird ja erweckt. Das soll natürlich erweckt werden. Es gibt ungefähr drei unterschiedliche Ansätze, die hier aufgegriffen werden. Einmal die grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit der Deutschen als großes grundsätzliches Thema. Das wird ja auch sehr häufig immer wieder aufgegriffen, von den Altkanzlern beispielsweise relativ regelmäßig. Die sagen, das ist eben ein deutsches Problem. Und damit die ideologischen Sittenwächter sind, die wir in anderen Kulturen an anderer Stelle wahrnehmen können, aber hier geschieht es auf diese Art. Darüber hinaus allerdings eben auch ganz andere Aspekte untergehen, nämlich beispielsweise eben viele Hinweise, die es gibt, die im Zusammenhang stehen mit der Einbindung eben des Verfassungsschutzes und von bestimmten Behörden. Und hier wird also sehr klar eben auf diesen Hintergrund hingewiesen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, ein sehr deutsches Thema. Und damit werden natürlich Schubladen gefüllt, die überrandvoll sind und es werden auf Knöpfe gedrückt, an den vielen Stellen auch viele Menschen es nicht mehr hören können. Das ist vielleicht der andere Effekt, der Übersättigungseffekt, dass man sagt, na, also jetzt übertreiben Sie es doch ein bisschen. Und das ist auch wichtig, also das ist an so vielen Stellen wichtig. Eine Meldung hast du noch gezogen, sie ist recht aktuell, nämlich ein Pilotprojekt aus Frankfurt, konkret Frankfurt-Sachsenhausen, das ist im Apfelweinviertel. Da gibt es nämlich jetzt eine Polizeistreife, die mit Kameras ausgerüstet sind. Vielleicht willst du kurz vorlesen, ich habe da noch einen Hinweis, wenn du das gemacht hast. Im Rahmen eines Pilotprojektes geht die Polizei im Frankfurter Kneipenviertel Altsachsenhausen seit Montag mit kleinen Kameras an der Uniform auf Streife. Potenzielle Angreifer werden künftig zweimal überlegen, ob es sich wirklich lohnt, einen Polizisten anzugreifen. Na, die armen Polizisten, also die sind ja auch immer, stehen da so nackt und ohne Waffe. Und gut, ja. Das Projekt der mobilen Videoüberwachung sei auf ein Jahr befristet und zudem auf den Frankfurter Stadtteil beschränkt. Genau, jetzt habe ich hier noch was ergänzend gleich. Okay, ja. Und das ist auch spannend. Also die Polizei, das steht dann hier noch in dem Text drin, das wird immer nur angeschaltet, wenn also, das steht hier, aufgenommen wird überdies nur bei Kontrollen oder beispielsweise beim Schlichten von Streitigkeiten. Aber jetzt kommt ein Satz, der ist ganz besonders interessant. Aufgezeichnet wird dabei nur das Bild, kein Ton. Und da fragt man sich natürlich, wenn also aufgenommen wird, wenn Kontrollen durchgeführt werden, warum man da nur ein Bild aufzeichnet und was dieses Bild wohl überhaupt zeigen kann. Ja. Und ob es nicht interessant wäre, gerade den Ton zu hören. Eben, wie entwickelt sich eine. Wonach ein wird Gespräch? Vielleicht gefragt, was war denn nun der Grund und warum haben sich die Dinge so entwickelt? Also kann ja sein, dass der Kunde sozusagen den Polizisten nur fragt, kann sie sich ausweisen oder sowas. Ähnliches könnte passieren und von daher also hier ganz konsequent aufgezeichnet wird dabei nur das Bild, kein Ton. Das ist natürlich etwas, das ganz klar eine Frage aufwirft. Also das nur als Hinweis. Ja. Du hast, denke ich, interessante Meldungen gezogen. Ja, ich bin eigentlich fast traurig, weil da wahrscheinlich noch viele interessante drin sind, aber wir können es natürlich. Es ist eine ganze Reihe von auch dramatischen Meldungen dabei. Manche Meldungen scheinen mir aber besonders gut geeignet, eben auf diese symbolische Qualität hinzuweisen oder eben auch die Qualität eines Wecksignals in sich zu tragen. Mhm. Vielleicht auch für denjenigen, der ganz frisch erst hineinblickt in diese Themen. Vielleicht auch noch das Gefühl hat, sich sehr herausgefordert zu fühlen. Und das wäre ein schöner Übergang für das, was uns jetzt energetisch erwartet, wenn du magst. Genau, das wollen wir zum Schluss ja gerne fragen. Wie geht's denn weiter? Also ganz wichtig mein Hinweis an dieser Stelle, wir erleben im Moment eine sehr starke polare Reibung. Also ein sehr starkes Reiben und ein sehr starkes Hin und Her, auch in uns selber, das uns in sehr starke Herausforderungen hineinbringt. Das kann sein, dass du sehr im Reinen bist mit dem, was ist und eigentlich ganz zufrieden bist auch und sagst, okay, ich reibe mich nicht mehr, ich lasse mich nicht hineinziehen und ich genieße die Natur und irgendwo berührt mich das alles nicht. Und das ist auch so in diesem Moment. Und dann kann es trotzdem sein, dass Minuten später eine energetische Bewegung in dir stattfindet, die dich ganz herauswirft aus diesem Stadium. Und das sind gerade jene Menschen, die die Vorstellung haben, einen Entwicklungsprozess jetzt an einem bestimmten Punkt erreicht zu haben, die das sehr irritiert. Häufig sehr esoterische Menschen, die sagen, ich war so weit und auf einmal bin ich doch wieder so überwältigt von dem, was jetzt kommt. Das gehört dazu. Jetzt wird vieles gelöst und du löst ganz vieles stellvertretend für alte Themen, für Themen,
die nicht gelöst werden konnten in der Vergangenheit, die überfällig sind und die jetzt anklopfen und die teilweise wirklich große Themen sind und wo viel in Gang kommt, wo viel Schmerz in Gang kommt, wo viel Reibung in Gang kommt und wo vieles auch in Formen von starken energetischen Schüben in Gang kommt, wo du auf einmal spürst Hitze, ja, also starke Hitzewallung, starkes innerliches Vibrieren, abgelöst von tiefer Müdigkeit, Magen haben wir schon gesprochen, Nervenanspannungen. Das passt einfach jetzt. Mhm. Das sind Schnittstellen, das sind Bereiche, in denen du diese Energien einfach ganz stark wahrnehmen kannst. Und häufig gehen die einher auch mit Bewegungen mentaler Natur oder Bewegung auch im Verstand. Also wenn man das weiß, bin ich der Meinung, kann das hilfreich sein. Das schützt dich nicht davor, dass es dich reinzieht. Aber in dem Moment, wo dieses Reinziehen ein bisschen nachlässt, kannst du dich erinnern und dann sagen, ah, jetzt hat es mich wieder erwischt. Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt mein Ding. In Wahrheit ist es jetzt einfach mein Thema und das Thema von vielen Menschen auf der Welt. Und natürlich erlebst du das Thema stellvertretend mit etwas, was in deiner Geschichte passiert. Also natürlich ist das etwas, was mit dir zu tun haben scheint als Mensch. Sonst würde gar keine Reibung entstehen. Ja, wir können sehr cool und lässig vieles betrachten, was in anderen Teilen der Welt geschieht. Oh, die armen Leute ertrinken ja alle. Ja. Hochwasser, das ist ja wirklich schlimm. Ja. Aber in dem Moment, wo du dann den Brief vom Finanzamt kommst, dann ist das etwas sehr Persönliches. Ja. Und das bringt uns dazu, dass wir uns wieder sehr stark energetisch hineinziehen lassen und die Übersicht verlieren. Also mein Hinweis an dieser Stelle ist, Übersicht gewinnen und akzeptieren, dass du diese beiden Seiten der Medaille, selbst wenn du sehr weit bist, nicht gleichzeitig sehen kannst, in ihrer Komplexität, in ihrem Zusammenspiel, sondern im Idealfall nur in einem so unmittelbaren Zusammenhang, dass du beide Seiten sehen kannst und es dich nicht ständig so auf eine Seite fixiert, dass du die andere zu bekämpfen glaubst. Und das erzeugt enorm viel Reibung. Das große Thema im Moment ist Kampf, energetischer Kampf. Das ist das, mit dem wir Energie liefern sollen im Moment. Es wird großer Kampf der Kulturen, der Moslems gegen die Christen, der Armen gegen die Reichen, der Banken gegen die Bevölkerung. Das ist ein ganz großes Thema im Moment, auch um Energien kontrolliert in jene Bereiche fließen zu lassen, in denen man die haben möchte. Und abzulenken von jenen Bereichen, in denen sonst die Energien durchaus bedrohlich hineinfließen könnten. Das haben wir ja bei den Meldungen auch so deutlich gesagt. Es wird ja gesagt, sie wollen, dass wir ständig beschäftigt sind. Das heißt, wir sollen gar nicht dazu kommen, uns mal zu besinnen, zu gucken, was fühle ich da gerade und wo kommt das her und das mal zu klären und das mal auch sacken zu lassen und sich vielleicht auch immer wieder bewusst zu machen, dass ich ja hier inkarniert bin in dieses Leben und dass das vielleicht das Selbst, was sich hier ausdrückt, dass das ja auch mal wieder gucken, dass man dem mal wieder Raum gibt. Ein Blickwert ist, ja. Ja, genau. Wir werden dauernd abgelenkt im Außen und das Selbst, was sich hier inkarniert hat, geht oft ja runter. Das Selbst ist das, was sich nicht ändert, das nicht im Wandel ist, das, was schon immer ist, was du immer kennst, was immer ist. Das ist deine wahre Natur. All das, was im Wandel ist, ist Ausdruck des Selbst in seinen vielschichtigen Facetten. Ich habe für das nächste Mal eigentlich vorgehabt, etwas mitzubringen, habe ich schon rausgelegt, aber ich ziehe es jetzt vor, weil es so schön passt und auch jetzt schon im Grunde genommen Ausdruck hat. Wir haben vor vielen Sendungen diese Sondersendung zum Thema Magima gemacht. Mhm. Und ich hatte damals Totenköpfe mitgebracht in vielen Facetten, die du immer noch sehr aktuell sehen kannst. Also selbst letztens ist mir ein kleines Kind, wenige Monate alt, einem Kinderwagen begegnet, mit einem kleinen Hemdchen, mit einem wirklich düsteren Totenkopf darauf. Mhm. Es zeigt einfach, wie wenig Gefühl, wie wenig wir von dem verstehen, was wir da energetisch ausdrücken, wie unreflektiert das geschieht. Ja. Mhm. Also der Totenkopf, einmal Ausdruck dieser Unlebendigkeit, ganz klar, Zombie ist ein großes Thema im Moment, auch Unlebendigkeit, großes Thema in der Filmindustrie, gerade im Moment. Mhm. Ausdruck der Unbeweglichkeit und Ausdruck auch einer starren Struktur. Die Knochen sind das, was überdauert. Also der Leichnam, der nach und nach im Sarg zerfällt, der Sarg, der übrigens in seiner tatsächlichen etymologischen Bedeutung Körperfresser heißt,
der also das Körperliche wieder ins Licht zurückbringt, denn im Körper selbst verbleibt auch ein Rest an Licht. Und dann schließlich und endlich der Schädel und die Knochen, die noch übrig bleiben, die starren, ganz stabilen Strukturen, die es zu erhalten gilt, das ist also sozusagen auch Ausdruck dessen, die kannst du überall sehen, Totenköpfe überall, achtet mal drauf. Vielleicht eine kleine Aufgabe für diejenigen, die das noch nicht getan haben, versuche mal deine selektive Wahrnehmung ein bisschen auszurichten für eine Woche und zu sagen, ich will mal mitbekommen, wenn Totenköpfe auftauchen. Probier's mal. Ja. Und du wirst verwundert sein. Ja. Gleichzeitig gibt es aber noch einen Ausdruck, den wir auch in der Außenwelt ganz deutlich und überall wahrnehmen können. Auch in allen Kaufhäusern, in jedem Supermarkt. Und das sind Buddha-Köpfe. Buddha-Figuren. Ja. Ja. Buddhas auf T-Shirts. Ja. Buddha als billiger und wirklich günstig zu kaufender Schmuck fürs Eigenheim. Überall. Der Buddha, wenn du ihn wahrnimmst, und ich möchte das ganz ausdrücklich ohne ideologischen Hintergrund tun und nicht zu sagen, dass der Buddha sozusagen das Richtige oder Falsche verkörpert, sondern nur ihn energetisch wahrzunehmen. Dann siehst du in der Regel mit geschlossenen Augen, in einem entspannten Zustand, den Blick nach innen gewendet. Mhm. Im Einklang mit dem Sein. Das ist das Polare. Das ist das, was auch nach oben kommt. Das, was jetzt genauso geschieht. Beides wird gebraucht. Die Illusion, die zerfällt, die sogenannte Stabilität des Totenkopfes, die eine Pseudostabilität ist, der natürlich zerfällt er nach und nach. Und dann der Blick nach innen, der sich durch diesen Buddha, es gibt auch andere Ausdrucksformen, die auch auftauchen, aber er ist eben simpel zu verstehen, ausgedrückt wird und die andere Seite der Medaille aufzeigt. Beides ist da, beides braucht einander und beides kann wahrgenommen werden. Und das kann uns einen sehr hilfreichen Hinweis geben. Da ist mal die Frage, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Das können wir ja wählen und das muss jeder selber entscheiden. In beide Richtungen, in beiden Richtungen. Mein Hinweis wäre an dieser Stelle, sei wie ein Spiegel, in dem sich der Buddha genauso wie der Totenkopf spiegelt, ohne dass der Spiegel darüber nachkommt und sagt, jetzt bitte weg mit dem Totenkopf. Mhm. Es ist etwas, was Ausdruck ist und gebraucht wird, auch wenn im Moment, und das ist die Herausforderung in unserer Zeit, und das ist etwas, was ungewöhnlich ist, das ist das, was so herausfordernd ist, die Reibung der Polaritäten so stark ist. Ja. Die Polaritäten sind immer da, sie sind Ausdruck eines Gesetzes, eines ganz großen, wesentlichen Gesetzes in der formalen Welt, des Polaritätsgesetz. Alles ist im Wandel, alles wandelt sich. Genieße die Zeit dort oben, die Zeit dort unten kommt sicher. Die Polarität ist ganz wichtig. Aber wir erleben eine Polarität in der pervertierten Form. Eine Polarität, die zu einer Dualität gemacht wird. Und Dualität kennt kein Grau, denn Grau ist der Wahrheit viel näher, sondern kennt nur Schwarz und Weiß. Und das bringt uns in den Konflikt. Gehst du in diese Richtung, dann bist du schwarz. Gehst du in diese, bist du weiß. Und trotzdem trägst du, und das kannst du nicht verhindern, immer das Schwarze im Gepäck. Es ist der schwarze Punkt im Yin-Yang-Symbol auf der weißen Fläche, sowie der weiße auf der schwarzen. Die schwarze Seite kann nie ganz schwarz werden, so sehr sie sich auch bemüht. So wenig wie die Weiße weiß werden kann. Aber unser Anspruch, der ist es, der uns im Unfrieden hält. Mhm. Als die Religionen aus dem Gott den lieben Gott gemacht haben, haben sie den Satan geschaffen, haben das Dunkle geschaffen. In dem Moment, wo wir begreifen, dass beides einander benötigt und nur wieder das richtige ausgleichende Miteinander gebraucht wird, ist diese Spannung auch nicht da. Aber im Moment haben wir diese Spannung. Die Spannung hat eine unglaubliche Dimensionalität. Und sie hält dich in Spannung. Sie hält dich, ganz typisch ausgedrückt durch unsere menschliche Natur, auf zwei Beinen einhergehend, immer im Hin und Her. Nicht aufpasst, fällst du um. Und genau das ist unsere Herausforderung, den Ausgleich zu schaffen, beides zu akzeptieren, nicht in den Kampf zu verfallen, aber auch nicht die Dinge, wenn sie dir begegnen, alle gleich gut zu machen. Ja, wie es uns hier die Ideologen sagen, alles wird gleich. Die Vielschichtigkeit drückt sich in ihrer unterschiedlichen Form aus. Kein Mensch auf der Welt gleicht einem anderen. Jeder hat eine eigene Iris, jeder hat einen eigenen Fingerabdruck, jeder Mensch ist komplett und vollständig einmalig. Was wir erleben, ist ein Anschlag auf diese Einmaligkeit mit der großen Überschrift der Gleichheit im Gepäck. Mhm. Die
die eine unvorstellbare Ungerechtigkeit und Perversion ist und genau in das Gegenteil führt. Also hier wieder Goethe im Grunde genommen in der Form ausgedrückt, der Geist, der auf der einen Seite das Böse will, das Gute schafft und umgekehrt. Mhm. Und hier gilt es einfach innezuhalten und aufhören zu schaffen und schaffen zu wollen, sondern wahrzunehmen, was ist. Und dann kommen wir dieser Sache näher. Aber es ist eine extreme Zeit mit großen Herausforderungen, auch auf körperlicher Ebene. Sehr spannend, da drin zu sein. Und es, ich denke, was es mit mir macht, ist ja auch, dass ich das einfach ansehen kann und sage, es ist interessant, es ist mal amüsant, manchmal ein bisschen beunruhigend, aber ich lasse mich nicht mehr so sehr jetzt davon emotional berühren. Ich kann das angucken. Und das wäre schön. Ja. Wenn das gelingt, ist das schön. Und wenn es nicht gelingt, dann genieße das. Oh, hm. Ich lasse mich wieder reinziehen. Ja? Ja. Denn auch dieses Reinziehen hat natürlich eine eigene Qualität. Vielleicht will da was aufgelöst werden. Vielleicht ist es was Altes, was... Zum Beispiel. Ja. Braucht noch ein bisschen mehr Schmerz in deiner Geschichte. Ja. Ich bin schon häufig in Seminaren oder beim Zusammensein gefragt, muss ich das da nicht bearbeiten, was da kommt? Sag, nein, du musst es überhaupt nicht bearbeiten. Also wenn du es nicht musst. Ja. Wenn du es musst, musst du es. Aber es gibt kein Gesetz, was dafür, dass das verlangt. Es gibt keine Anweisung. Es ist nicht so, sag, weißt du was, ich habe ein Problem damit. Bei mir geht es alles so leicht, ja. Ich habe da meine Schwester, die leidet so. Ja, seine Schwester hat das als Geschichte und du hast das. Und das ist, wird beides gebraucht. Der Leidende wie der, dem es geschenkt wird. Mhm. Den Seinen gibt's der liebe Gott im Schlaf, heißt es. Und das ist natürlich für die, die es nicht im Schlaf bekommen, höchst ungerecht und sagen, ich habe 30 Jahre meditiert und mein Bruder hat nur gesoffen in der Zeit. Und dann kommt er und besucht mich im Ashram, stürzt, bricht sich was und wacht im Krankenhaus auf und ist erleuchtet. Was für eine Ungerechtigkeit. Ja, nach menschlichem Ermessen ungerecht. Das Leben ist nicht nach menschlichem Gemessen recht, sondern immer treffend, immer passend. Du weißt nicht, was dein Bruder alles schon an anderer Stelle erfahren hat, erlebt hat, gesehen hat. Wenn sich Fülle ausdrückt, dann genieße sie. Das, was uns die Kirche hier sagt und der Papst, Armut ist etwas Schönes, Fülle ist etwas Schlechtes, ist eine Perversion. Mhm. Genieße das, was ist, das eine wie das andere. Und wir können ja häufig sehen, dass Menschen, die für uns offensichtlich in der Fülle leben, sich möglicherweise umbringen und so unglücklich sind, dass man es überhaupt nicht verstehen mag, wenn man dann diesen Abschiedsbrief liest. Ja, oder diese Stars hier, die Angelina Jolie, jetzt sich die Brust selber amputieren lässt sozusagen, oder auch andere Schauspieler, die, wo man sagt, Mensch, toll, die sich das Leben nehmen oder Drogen nehmen oder sich besaufen. Es passt nicht in unser Bild. Die einfach nicht mit klarkommen. Ja, es passt nicht in unser Bild, in dem wir natürlich sehr stark vermittelt bekommen, wenn du das hast, wenn du das erreichst, wenn du das wirst, das ist Superstar. Das ist ja noch perfider, wenn du das wirst, dann wirst du auch den Lohn dafür bekommen. Und es gibt natürlich sogar noch die Variante, und wenn er dir hier auf der Welt versagt wird, dann wirst du ihn später bekommen, wenn dann alle gerichtet werden. Also hier haben wir eine sehr grundsätzliche Struktur, die dich in engen gedanklichen Strukturen hält, in sehr starken Limitierungen. Und das Wesentliche dabei ist, dass es dich in Unfrieden bringt. Immer, zwingend. Ob du auf der einen Suche oder auf der anderen bist, es bringt dich immer in Unfrieden mit dem, was ist. Und was könnte perverser sein, als im Unfrieden mit dem zu sein, was ist? Oder anders ausgedrückt, was könnte perverser sein, als das Leben zu bekämpfen? Das ist dasselbe. Und genau das endet jetzt. Wir haben uns erschöpft an diesem Kampf gegen das Lebendige. Und die Energie reicht schon nicht mehr. Wir schaffen nicht mehr das Fracking. Manche wollen nicht mehr und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Ich ziehe mich zurück, ich verwende kein Geld mehr vielleicht, ganz konsequent. Ich lebe in einem Wohnwagen, Freunde bringen mir was. Der Nächste sagt, ich mache jetzt als Anwalt an der Stelle weiter, wo Menschen keine Hilfe erfahren. Der Nächste sagt, nein, ich stürze mich jetzt ganz stark noch in diesen ganzen Dingen und werde jetzt noch die letzten Jahre nutzen, meine Familie noch abzusichern in dem üblichen System. Jeder meint, einer eigenen Illusion entsprechend frönen zu müssen. Tatsächlich aber ist es genau das, was ihm geschieht, damit diese Erfahrung durch ihn gemacht werden kann. Und es könnte gar nicht anders sein. Und wenn du das erfährst oder verstehst, dann kannst du auch im Frieden sein. Und das Schöne, was dabei passiert, auf einmal lösen sich auch viele Dinge auf. Du bleibst stehen und rennst nicht mehr so kopflos umher. Und
hinterfragst das, was dich bisher angetrieben hat. Und das ist sehr bedrohlich für das System, aber es ist eben das, was gebraucht wird für die Heilung, um ganz zu werden. Das wünsche ich uns und den Zuschauern und danke dir für diese wertvollen Anregungen. Sehr gerne.